Dann, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen nochmal nachträglich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, das wird jetzt hier alles, was Sie sich vorgenommen haben, dass es dann alles klappen wird entsprechend. So, man sieht mich ja. Also wir hatten jetzt hier beim letzten Mal jetzt hier Konfidenzintervalle gemacht. Das heißt, den Teil der Vorlesung, den ich jetzt hier gerade präsentiere in den nächsten 10 Minuten, sagen wir mal so, den hatte ich ja schon in der quasi jetzt in der Vorlesung 21, also Vorlesung 20 war es, sorry, in der Vorlesung 20 der präsentiert. Deswegen ist jetzt hier das in dem quasi in den Präsentations Folien dann nicht drin, ja, also nur, dass Sie dann, nicht, dass Sie sich wundern, also das war jetzt hier ein Beispiel, jetzt hier dann aus dem also aus der Vorlesung 20, Konfidenzintervalle für den Erwartungswert, und zwar jetzt in diesem Fall bei bekannter Varianz. Wie gesagt, ich wiederhole es mal ganz kurz, also ich überfliege das Beispiel jetzt hier dann schnell, damit Sie nochmal wissen, worum es jetzt eigentlich geht, weil wie gesagt, das ist jetzt hier etwas, was wir ja schon hatten, aber wenn ich das jetzt nicht präsentiere, dann wissen Sie ja nicht mehr, was es ist oder was das jetzt hier dann war. Ich betrachte jetzt hier mal das Beispiel mit den Handyakkus. Es sind jetzt hier dann quasi Laufzeiten jetzt hier dann angegeben in Stunden. Man weiß jetzt hier dann quasi, ja, aus Erfahrung, sagen wir jetzt mal so, dass die Nutzungsdauer jetzt hier eine Standardabweichung von 1/2 Stunde hat. Das soll jetzt hier dann gegeben sein. Wir haben jetzt hier dann diese folgende Stichprobe jetzt hier dann betrachtet. Das waren, wie gesagt, jetzt in den Laufzeiten diese 16 Akkus. Und wir haben jetzt hier dann ein Intervall gesucht, welches mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% in die erwartete Nutzungsdauer. Ja, also wie gesagt, das ist nicht letztlich im Endeffekt die Nutzungsdauer aus der Stichprobe, sondern die erwartete Nutzungsdauer, das stammt jetzt hier aus der Grundgesamtheit, das ist der Parameter, ja, also das war jetzt hier dann der Parameter, für den jetzt hier dann dieses Konfidenzintervall, also das ist das 95% Konfidenzintervall jetzt hier aufgestellt werden soll. Das hat man, wie gesagt, jetzt hier schon gehabt, deswegen, ich wiederhole es mal ganz kurz, ja, also dass man jetzt hier dann nochmal sieht. Es gibt jetzt hier dann zwei zentrale Annahmen. Zunächst mal jetzt hier dann, dass die Daten aus der Normalverteilung stammen, aber das ist jetzt etwas, was Sie dann ignorieren können, also wenn Sie jetzt nicht aus der Normalverteilung stammen, dann macht man es trotzdem irgendwie, irgendwo, ja, so aufgrund des Erziehens des zentralen Grenzwertsatzes. Und dann nimmt man jetzt hier dann an, dass in diesem Fall, dass die Standardabweichung der Grundgesamtheit bzw. die Varianz der Grundgesamtheit bekannt ist, ja, und das sehen Sie ja hier quasi jetzt hier dann im Text. Also wenn es bekannt ist, wie sieht das jetzt hier dann aus? Ja, natürlich in der Praxis ist es eher nicht bekannt. Also es geht jetzt hier dann nicht um die Standardabweichung der Stichprobe, sondern es geht jetzt hier dann um die Standardabweichung der Grundgesamtheit, die jetzt hier dann per Annahme bekannt sein soll. Wenn es bekannt ist, wie sieht das jetzt hier dann aus? Und wir haben uns jetzt hier das eigentlich auch schon mal angeschaut. Deswegen, also wie gesagt, nur mal ganz kurz, dass wir das jetzt hier nochmal ganz schnell überfliegen. Also welche Sachen man jetzt hier berechnen muss. Es war jetzt eigentlich ganz leicht, also Sie müssen jetzt wieder nur 3, 4 Sachen jetzt hier dann bestimmen. Also zunächst mal, das ist ja die Formel, die hatte ich jetzt hier dann auch gezeigt. Die ist auch im Skript drin im Übrigen, meine Damen und Herren. Also im Skript ist jetzt nicht so drin, wie ich jetzt hier geschrieben habe, mit Plus, Minus. Bei Plus, Minus bedeutet ja, wie bei der PQ-Formel, vielleicht wissen Sie es ja, da gibt es jetzt hier dann nicht mehr 2 Zahlen, die man jetzt hier ausrechnen muss, von bis, ja. Sondern im Skript ist es jetzt hier dann gesplittet, also einmal Minus und einmal Plus, jetzt hier dann für das untere bzw. für das obere Ende. Der Stichprobenumfang, da müssen Sie jetzt nur absehen, wie viele Beobachtungen es gibt, das jetzt hier dann 16, hatten wir schon gehabt. Das arithmetische Mittel, Summe der Beobachtungen geteilt durch die Anzahl der Beobachtungen, ich hoffe, das wissen Sie ja noch. Ein 16. Mal die Summe ist jetzt hier dann das hier, 12,0625, ja, das sollten Sie jetzt hier nochmal ausrechnen können, auch ohne Formelsammlung, denke ich mal, dass Sie das hinkriegen. Die Standardabweichung der Grundgesamtheit müssen Sie quasi in der Aufgabenstellung finden, wenn es bekannt sein soll. Das ist jetzt hier dann die halbe Stunde, was wir jetzt hier dann hatten, also deswegen 0,5. Bitte beachten Sie, wenn jetzt hier dann die Nutzungsdauer in Stunden angegeben ist, dann muss natürlich auch die Standardabweichung entsprechend auch in Stunden angegeben sein. Also schreiben Sie bitte nicht 30 hin, ja, sondern 0,5. Während jetzt hier dann die Nutzungsdauer in Minuten angegeben, dann müsste man jetzt hier natürlich auch die Standardabweichung in Minuten dann angeben. Also wie gesagt, bitte betrachten Sie, dass das jetzt hier nur das Gleiche ist, zumindest von Anhalten her. Und das Konfidenzniveau, also sprich die Wahrscheinlichkeit, mit der jetzt hier dann das Intervall, die erwartete Nutzungsdauer überdecken soll, soll jetzt hier dann in der Aufgabenstellung 95% sein. 1 minus Alpha ist das 95%, also ist das Konfidenzniveau, dann wäre jetzt hier in dem Fall die Irrtumswahrscheinlichkeit, das hatte ich auch schon erläutert, dann 5%. Wenn Sie davon ausgehen, dass es drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, dann 95%. Und wenn Sie davon ausgehen, dass es dann drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt, hat eben dann 5%. Also mit 5%iger Wahrscheinlichkeit liegen Sie ja quasi daneben, wenn Sie davon ausgehen, dass es dann drin sein wird. Ja, wie gesagt, das waren jetzt hier dann die zentralen Größen. Da gibt es jetzt hier noch das 1 minus Alpha halbe Quanti, der Standardnormalverteilung. Ich habe auch erklärt, warum das 1
1 minus Alpha halbe Quantil und nicht das 1 minus Alpha Quantil ist, obwohl das Konfidenzniveau 95% war. Naja gut, das liegt ja daran, wenn Sie insgesamt jetzt dann 5% die abschneiden von der Verteilung, dann schneiden Sie ja 2,5% links und 2,5% rechts ab. Und dafür brauchen Sie jetzt in dem Fall das 97,5 Quantil und das 2,5 Quantil jetzt dann der Standardnormalverteilung. Aber das 2,5 Quantil der Standardnormalverteilung ist der negative Wert des 97,5 Quantils. Deswegen reicht, wenn man das jetzt hier dann nur einmal bestimmt. Also Z1 minus Alpha halbe war jetzt hier dann Z1 minus 0,05 halbe. 0,05 halbe sind dann 0,025. 1 minus 0,025, meine Damen und Herren, sind dann 0,975. Wo kriege ich, meine Damen und Herren, das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung her? Ja gut, also wie der Name schon suggeriert, ja, aus der Tabelle, die heißt Quantile der Standardnormalverteilung, woher denn sonst? Das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung war und ist 1,96. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen Wert. Also den Wert jetzt hier schnappe ich mir jetzt in einem relativ häufig. Aber gut, also irgendwann, wenn Sie das jetzt hier zum 10. Mal sehen, dann wissen Sie es ja auch auswendig, ja so wie ich. 0,9, natürlich brauchen Sie das nicht auswendig zu lernen. Aber wenn ich das jetzt hier schon so oft sehe, dann lernt man das jetzt hier dann nebenbei auswendig. Also 1,96 ist das 0,975 Quantil der Standardnormalverteilung. Was heißt das, meine Damen und Herren? Das ist der Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5% nicht überschritten wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Standardnormalverteilung höchstens den Wert 1,96 annimmt, beträgt 0,975. Warum? Ja gut, weil 1,96 natürlich jetzt hier dann das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung ist. Ja, das ist ja die Definition davon, verstehen Sie? Ja, also mit 97,5%iger Wahrscheinlichkeit liegen jetzt hier dann die Werte darunter, mit 2,5%iger Wahrscheinlichkeit liegen jetzt hier dann die Werte darüber, sodass ich das jetzt hier dann quasi dann bestimmt habe. Dann habe ich jetzt hier dann alle Größen jetzt hier dann bestimmt, also die Stichprobenumfang, das arithmetische Mittel, die Standardabweichung war in der Aufgabenstellung drin, die muss auch in der Aufgabenstellung drin sein, wenn sie bekannt sein soll. Also die Standardabweichung der Grundgesamtheit wohlgemerkt. Bitte beachten Sie, dass das nicht die Standardabweichung aus der Stichprobe sein muss. Die Irrtumswahrscheinlichkeit ist dann 5%, wenn das Konfidenzniveau 95% war. Und das 1 minus Alpha halbe Quantil der Standardnormalverteilung ist dann damit das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung, sprich 1,96 ungefähr gerundet. Also ist das Konfidenzintervall, was wir ja schon bestimmt hatten, welches mit 95%iger Wahrscheinlichkeit den Parameter überdeckt. Meine Damen und Herren, das arithmetische Mittel, wie Sie jetzt hier aus der Formel sehen, plus minus 1,96, also sprich das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung mal die Standardabweichung geteilt durch Wurzel aus dem Stichprobenumfang, also in quasi jetzt hier dann in Konsistenz zu der Formel, was Sie jetzt hier dann hier in der Ecke dann sehen. Die Formel steht ja, wie gesagt, im Skript da drin, also das müssen Sie ja nicht auswendig lernen. Aber wenn Sie das jetzt hier dann einsetzen, bekommen Sie natürlich zwei Zahlen heraus, einmal Plus und einmal Minus. Wenn Sie das jetzt hier dann quasi jetzt hier dann mit Plus machen, bekommen Sie jetzt hier dann die Obergrenze heraus, und wenn Sie dann jetzt hier dann quasi das mit Minus machen, bekommen Sie die Untergrenze heraus. Und die Interpretation, das hatten wir auch schon, das ist, meine Damen und Herren, nicht, also ich sage jetzt mal, was es nicht ist, das ist nicht der Bereich, wo 95% der Beobachtungen drin sind, das ist eine Misskonzeption, ja, wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf, sondern das ist ein Bereich, welches mit 95%iger Wahrscheinlichkeit die erwartete Nutzungsdauer, den wir ja nicht kennen, weil die jetzt hier aus der Grundgesamtheit stammen würde, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, überdeckt. Wir haben also hier, also das sind jetzt hier dann die ersten Schritte sozusagen in Richtung Inferenzstatistik, etwas aus einer Stichprobe ausgerechnet, was sich aber nicht direkt auf eine Stichprobe bezieht, sondern was sich auf eine Grundgesamtheit bezieht. Also wenn ich ja quasi versuche, von einer Stichprobe aus auf die Grundgesamtheit zu schließen, dann nennt man das Inferenzstatistik. Das macht man unter anderem jetzt hier dann im Rahmen der Intervallschätzung, was wir jetzt hier dann gehabt hatten, oder im Rahmen der Parameterschätzung, wo wir Schätzwerte für Parameter dann ausgerechnet hatten. Also vielleicht erinnern Sie sich daran, wo es um die Gütereigenschaften geht, Erwartungstreue, Konsistenz und so weiter. Ja? Also wo man jetzt hier sozusagen explizit Schätzwerte für Parameter jetzt hier dann ausrechnet, die man jetzt hier dann schätzen will, weil die aus der Grundgesamtheit stammen und die kein Mensch kennt. Ja? Verstehen Sie? So, das ist sozusagen jetzt hier dann der Bereich. Also wie gesagt, das hier bezieht sich nicht primär auf die Stichprobe. Die Stichprobe ist nur Mittel zum Zweck, sondern das ist jetzt hier dann etwas, was sich auf die Grundgesamtheit bezieht, und ich habe sogar die Formel hergeleitet, deswegen also da, ja, also wenn Sie sich das mal anschauen wollen, natürlich müssen Sie die Herleitung nicht auswendig lernen, aber wie ich das immer schon zu sagen pflege, Sie sollten die Herleitung verstehen, das ist nicht besonders schwierig, ja, also schauen Sie sich das vielleicht jetzt hier nochmal an. So, in der Praxis ist das Problem, also wie gesagt, die Interpretation ist immer die gleiche. Jedes Konfidenzintervall bezieht sich auf einen Parameter. Ohne Parameter kein Konfidenzintervall. Also, ne, letzten Endeffekt, weil, wie gesagt, das ist jetzt hier dann, was in der Praxis aus einer Stichprobe berechnet wird.
Nicht wahr? Also wie gesagt, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ist die erwartete Nutzungsdauer, die kein Mensch kennt, ja? Weil ja, der Hersteller hat vermutlich jetzt nicht nur 16 Batterien produziert, sondern viel mehr. Nicht wahr? Also wie gesagt, und kein Mensch weiß letzten Endeffekt, was die erwartete Nutzungsdauer dann sein soll. Aber man weiß jetzt hier, dass mit 95%iger Wahrscheinlichkeit es ungefähr zwischen 11,8 und 12,3 Stunden ist. Ne? Also wenn ich das jetzt hier dann quasi ein bisschen dann runde. Meine Damen und Herren, das ist das, was wir jetzt hier beim letzten Mal gemacht hatten. Und ich mache jetzt hier an dieser Stelle dann weiter. Ich schalte jetzt hier mal ein bisschen den Gang zurück, ja? Dass Sie das jetzt hier auch nochmal sehen, weil jetzt kommt nämlich der zweite Fall, wo jetzt hier dann die Standardabweichung bzw. die Varianz aus der Grundgesamtheit eben nicht bekannt sein soll. Wenn die Varianz aus der Grundgesamtheit nicht bekannt ist, bzw. die Standardabweichung aus der Grundgesamtheit nicht bekannt ist, was wir ja für die Formel ja brauchen würden, dann ist die Antwort die, dass man jetzt hier dann die aus der Stichprobe dann halt eben schätzt. Verstehen Sie? Also wenn ich jetzt hier einen Parameter nicht kenne, aber ich brauche den, dann muss ich jetzt hier natürlich den Parameter schätzen, wenn ich jetzt hier was anderes jetzt hier dann berechnen will. Das Problem allerdings, was dann entsteht, weil ich zeige Ihnen jetzt erstmal die Formel und bitte nicht erschrecken, also nehmen Sie das erstmal sozusagen hin, ja. Es gibt Sachen, die muss man nehmen, so wie sie sind, zum Beispiel Ihre Schwiegermutter, die muss man auch nehmen, so wie sie ist, verstehen Sie? Ja, also Ihre Partner können Sie sich aussuchen, aber Ihre Schwiegereltern können Sie sich nicht immer aussuchen, verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ist sozusagen das Problem. Das heißt, wir schauen uns mal erstmal die Formel an, ja, verdauen es erstmal so, wie sie ist, ja, und danach, nee, ich nehme ich sie ein bisschen auseinander, aber Sie werden merken, in der Anwendung, meine Damen und Herren, ist es deutlich, also ich weiß nicht, warum Sie lachen, ja, ich meine, Sie sind ja halb so alt wie ich, aber Sie haben wahrscheinlich schon eine Schwiegermutter. Also ich, wie gesagt, also zur Anmerkung, also ich habe Polygamisten nie verstanden, weil zwei Frauen bedeuten natürlich auch zwei Schwiegermütter nicht, also das ist das Problem. Aber gut, lassen wir das Thema. Ja gut, ich habe das jetzt hier schon gesagt, aber es ist egal, meine Freundin hört sich das eh nicht an. So, verstehen Sie, also hören Sie zu. Erwartungswert, wenn ich jetzt hier dann, letzte Endeffekt, passen Sie auf, für den zweiten Fall, wie gesagt, die Formel hatte ich noch nicht gehabt, für den zweiten Fall, dass ich die Standardabweichung aus der Grundgesamtheit bzw. die Varianz aus der Grundgesamtheit nicht kenne, ja? Also manchmal sage ich Standardabweichung, manchmal sage ich Varianz. Die beiden sind jetzt hier dann quasi problemlos überführbar. Wenn die Standardabweichung 5 ist, ist die Varianz 25. Wenn die Varianz 100 ist, dann ist jetzt die Standardabweichung 10. Also kenne ich das eine, kenne ich auch das andere und umgekehrt. Wie gesagt, das lassen sich dadurch jetzt nicht stören. Ich brauche jetzt hier dann aber für die Standardabweichung in der Formel, deswegen sage ich manchmal Standardabweichung dazu. Jetzt ist die Frage, was passiert dann mit der Formel? Ja, da passiert nämlich einiges. Passen Sie auf, also was erstmal nicht passiert, ist das arithmetische Mittel, den müssen Sie so oder so berechnen. Allerdings brauchen Sie, also die Wurzel aus der Standard, also die Wurzel aus dem Stichprobenumfang bleibt ja auch da drin. Und wir haben jetzt hier, dann passen Sie auf, nicht den Parameter Sigma, den wir ja nicht kennen. Woher sollen wir dann nehmen, wenn wir den Parameter nicht kennen? Sondern, meine Damen und Herren, S, vielleicht erinnern Sie sich daran, und S war die korrigierte, meine Damen und Herren, die korrigierte Standardabweichung, nicht? Also das heißt, also Sie wissen ja vielleicht, S Quadrat war ja nicht 1 geteilt durch N mal die Summe jetzt hier dann der quadrierten Abweichung zwischen Beobachtung und arithmetischen Mittel, sondern 1 geteilt durch N minus 1, meine Damen und Herren. Warum? Naja gut, weil diese Schätzung für die Varianz der Grundgesamtheit erwartungstreu ist. Ja, das ist sozusagen jetzt hier der Grund, warum ich jetzt hier dann durch n minus 1 zahlen muss. Ich habe Ihnen auch sogar gezeigt, dass diese Schätzung erwartungstreu ist. Das bedeutet also, wenn ich jetzt hier den Erwartungswert dieser Schätzung dann ausrechne, ja, wie gesagt, die Rechnung war etwas länger, aber da kommt jetzt hier natürlich Sigma Quadrat heraus. Das haben Sie auch jetzt quasi auch im Skript der Klausur, also im Skript jetzt hier dann drin, dass diese Schätzung dann erwartungstreu ist. Und wenn die halt erwartungstreu ist und auch konsistent ist, was man jetzt hier auch noch zeigen kann, ja gut, also was Besseres kann ich mir jetzt hier dann eigentlich kaum noch wünschen, nicht wahr? Also gut, natürlich Effizienz und so weiter ist jetzt auch noch jetzt nicht von der Hand zu weisen, aber das ist jetzt hier dann unter bestimmten Annahmen jetzt hier dann sicherzustellen. Also wie gesagt, die Formel steht jetzt hier dann drin, das müssen Sie jetzt hier dann nur zusammensetzen. Das ist das kleinere Problem, also wie gesagt, bisher kennen Sie noch alle Komponenten, aber was jetzt hier dann noch kommt, meine Damen und Herren, ist eine neue Verteilung. Und die Verteilung, die jetzt hier dann heißt, na, also die Sie jetzt hier sehen, ist wiederum jetzt hier dann das 1 minus Alpha halbe Quantil davon, also zumindest habe ich jetzt hier dann wieder das 1 minus Alpha halbe Quantil davon, aber die Verteilung, die wir jetzt hier haben, wird die sogenannte T-Verteilung sein. Das bedeutet also, wenn ich jetzt hier im Prinzip die Varianz schätzen muss, taucht jetzt hier dann die T-Verteilung auf und das können Sie sozusagen jetzt hier letzten Endeffekt als Faustregel sich da merken. Und wiederum, das geht auch umgekehrt, überall wo die T-Verteilung auftaucht, steckt jetzt hier dann auch die Varianzschätzung drin. Natürlich weiß ich, dass Sie noch nichts mit der T-Verteilung anfangen können, das weiß ich. Ja, das ist jetzt hier dann erstmal nicht von der Hand zu weisen. Ich werde Ihnen aber die T-Verteilung erklären. Das bedeutet also, ich werde Ihnen jetzt hier dann auch erklären, warum die zugehörige Teststatistik der T-Verteilung folgt.
Es ist aber so, dass die Anwendung für die T-Verteilung wesentlich einfacher ist als die Theorie. Ja, also es ist natürlich auch wesentlich einfacher, ein Auto zu fahren, als ein Auto zu bauen, meine Damen und Herren. Ja, das sollten Sie vielleicht mal einsehen. Aber ich bringe Ihnen jetzt mal bei, wie man das Auto fährt. Ja, also auch wenn man das jetzt nicht weiß, ja, wie man ein Auto baut, kann man es trotzdem fahren. Ja, das bringe ich Ihnen jetzt mal bei. Und dann nehme ich das Auto auseinander. Und, also ich zerlege das sozusagen in die Einzelteile und dann verstehen Sie, wo was ist. Ja, verstehen Sie. Also das ist sozusagen jetzt hier dann auch die Aufgabe. Also wie gesagt, lassen Sie das erstmal so auf sich wirken. Wir haben mit einer neuen Verteilung zu tun. Ich bringe Ihnen erstmal bei, wie man mit dieser neuen Verteilung dann umgeht. Und ich zeige Ihnen dann, warum die T-Verteilung, also warum nicht was anderes. Ja? Aber das kommt jetzt hier dann sozusagen jetzt hier im Laufe der Veranstaltung. Also n ist weiter jetzt hier dann der Stichprobenumfang. X quer, meine Damen und Herren, ist das arithmetische Mittel, das kennen wir schon. Jetzt hier dann S Quadrat ist die korrigierte Stichprobenvarianz. Das bedeutet also, ich muss ja sozusagen die Erwartungstreue nehmen, sollten Sie jetzt hier dann nehmen. Und jetzt passen Sie auf, die T-Verteilung hat einen Parameter, nämlich jetzt hier dann die sogenannte Anzahl der Freiheitsgrade. Das ist ja hier dann n-1. Die Anzahl der Freiheitsgrade, die jetzt hier dann die T-Verteilung als Parameter hat, stimmt natürlich mit der Anzahl der Freiheitsgraden jetzt hier dann bei der Varianzschätzung überein. Also das heißt, die Anzahl der Freiheitsgrade hier hat auch damit was zu tun. Wie gesagt, ich werde es erklären, was es bedeutet. Ich werde Ihnen auch zeigen, dass die Teststatistik, die jetzt hier quasi im Hintergrund dann läuft, der T-Verteilung folgt. Aber erstmal lassen Sie sich das erstmal zeigen, wie man das fährt. Und dann, wie gesagt, baue ich das auseinander für Sie. Und dann können Sie sich davon überzeugen, dass man eigentlich im Prinzip nichts anderes nehmen könnte als die sogenannte T-Verteilung unter diesen Voraussetzungen. Ja? Weil die Anwendung natürlich wesentlich leichter ist. Also wie gesagt, nehmen Sie es erstmal so hin, wie es ist. Ja? Nehmen Sie es erstmal so, wie es ist. Ich zeige Ihnen die Anwendung, die ist super einfach. Darüber hinaus werden Sie jetzt hier dann in der Klausur erstmal nicht hinausgehen müssen. Ja? Ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz, was die mittlere quadratische Abweichung war, damit Sie nochmal den Unterschied sehen. Die mittlere quadratische Abweichung war der Mittelwert der quadrierten Abweichung zwischen einzelnen Beobachtungen im arithmetischen Mittel. Also damit habe ich jetzt hier ein Streuungsmaß ja drin, das kennen Sie ja schon. Und die korrigierte Version ist natürlich jetzt hier dann die, dass ich dann die gleiche Summe, meine Damen und Herren, nicht durch die Stichprobenumfang teile, sondern durch die Anzahl der Freiheitsgrade teile. Bitte beachten Sie, dass jetzt hier dann für die korrigierte Stichprobenvarianz kein Verschiebungssatz gibt. Ja, der Verschiebungssatz ist natürlich jetzt hier dann einfach, also mit dem Verschiebungssatz ist natürlich jetzt hier dann einfacher, die Varianz auszurechnen. Das bedeutet also, was Sie dann machen könnten, wenn Sie sich jetzt hier dann nochmal auf diese, jetzt hier dann verlassen wollen, ist, Sie könnten ja hier dann erstmal den Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts jetzt hier dann ausrechnen, also mit dem Verschiebungssatz, wie gesagt, die Formel kannten Sie ja schon, und dann eine Korrektur vornehmen. Warum? Naja, weil im Prinzip jetzt hier dann in beiden die gleiche Summe drin steckt. Ja, der einzige Unterschied, zumindest jetzt hier in der Anwendung, besteht darin, dass jetzt hier dann die obige Summe durch den Stichprobenumfang und die untere Summe jetzt hier dann durch die Anzahl der Freiheitsgrade geteilt werden muss. Wenn Sie also die obige Größe dann kennen, ja, also mal lang, ich mache jetzt hier mal vielleicht ein kleines Beispiel, also mal angenommen, das ist jetzt hier dann, was weiß ich, ja, keine Ahnung, nehmen wir mal jetzt hier dann an, irgendwie 80 oder so, ja, ich habe das jetzt hier mal dazu, ja. Also hier kann ich das jetzt hier dann nicht mehr machen, aber mal angenommen, das ist jetzt hier dann 80 und mal angenommen, n ist jetzt hier dann gleich 10, dann wissen Sie jetzt hier dann auch auf der anderen Seite, dass die korrigierte Version, wenn Sie das jetzt hier dann haben, nichts anderes ist, also wenn Sie jetzt hier dann die korrigierte Version, ne, jetzt hier nehmen, mit n-1 multiplizieren, dann bekommen Sie ja die Summe heraus und wenn Sie die Summe durch 10 teilen, bekommen Sie jetzt hier dann das hier heraus. Das bedeutet also, die Summe, wenn das jetzt hier dann gilt, das sieht man jetzt hier eigentlich auch schon, ist ja 80 mal 10, ja, das ist ja die Summe. Das bedeutet also, Sie nehmen jetzt hier dann quasi den Wert 800, ja, weil das jetzt hier dann die Summe der quadrierten Abweichung dann ist und teilen das jetzt hier dann nicht durch 10, sondern teilen das jetzt hier dann durch 9 und dann haben Sie jetzt hier dann die korrigierte Version. Das heißt also, Sie können ja sozusagen aus dem einen problemlos das andere überführen, ja, und wenn Sie jetzt hier dann mit dem Verschiebungssatz arbeiten, dann müssen Sie erstmal die unkorrigierte Version dann ausrechnen, ja, und dann anschließend jetzt hier dann durch die Anpassung jetzt hier das dann korrigieren, so wie ich das jetzt hier dann vorgemacht habe. Das machen wir vielleicht in den Tutorien, also wie gesagt, wenn Sie das jetzt hier noch nicht ganz kapiert haben, ist nicht tragisch, ja, Sie haben jetzt hier dann auch die Aufzeichnung, von daher würden Sie das jetzt hier dann sehen. Aber wie gesagt, kennt man das eine, kennt man das andere, wie gesagt, Sie haben jetzt hier dann die beiden, die gleiche Summe dann drin, natürlich vorausgesetzt, man weiß, wie groß der Stichprobenumfang ist, ja, also wenn die Summe jetzt hier dann 800 war, nicht, und die, also die Anzahl der Beobachtungen ja 10 ist, dann würden Sie jetzt hier dann das bekommen, wenn Sie 800 nicht jetzt hier dann durch 10, sondern durch 9 teilen. Ja, das ist sozusagen jetzt hier das Ergebnis davon. Ja, okay, also wie gesagt, problemlos können Sie das jetzt hier dann, die Korrektur dann vornehmen. Würde ich auch machen, wenn Sie jetzt hier das dann berechnen wollen. Ich habe das jetzt hier auf dem Folien nicht so drin, aber es ist nicht schlimm. So, jetzt passen Sie auf, ich betrachte jetzt hier dann dasselbe Beispiel nochmal unter der Annahme, das sieht man jetzt hier dann auch schon, dass die Varianz der Grundgesamtheit nicht bekannt sein soll. Also alles bleibt gleich, ja, nur die Varianz ist jetzt hier dann quasi
per Annahme nicht bekannt. Also sprich, also was wäre zum Beispiel dann, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die Standardabweichung der Grundgesamtheit eine halbe Stunde ist? Ja gut, dann müsste ich die Standardabweichung jetzt im Prinzip aus der Stichprobe schätzen. Ich habe keine Wahl. Aber die Konsequenz ist natürlich jetzt hier dann, dass sich die Verteilung dann ändert. Also die Normalverteilung, die ich jetzt hier dann hatte, was jetzt hier dann quasi jetzt hier dann auf dem arithmetischen Mittel jetzt hier dann beruhte, nicht wahr, weil die Summe normalverteilten Zufallsvariablen auch die Lineartransformation von normalverteilten Zufallsvariablen normalverteilt ist. Aber da ich jetzt hier dann die Standardabweichung nicht kenne, ändert sich jetzt hier dann die Verteilung. Das ist jetzt hier dann eigentlich auch noch das Einzige. Das bedeutet also, wenn ich das jetzt hier dann nochmal berechnen will, wie gesagt, da ist die Formel, ich zeige Ihnen, wie man damit umgeht. Stichprobenumfang kennen Sie, hatten wir schon. Das arithmetische Mittel hatten wir auch schon. Also wie gesagt, wenn Sie gestatten, ich fliege das jetzt hier mal schnell. Jetzt schalte ich mal vielleicht den Gang zurück. Ich berechne jetzt hier dann die korrigierte Stichprobenvarianz aus der Formel. Also nicht sozusagen mit Hilfe des Verschiebungssatzes, sondern direkt aus der Formel. Das ist jetzt hier dann nicht so schön, ja, wenn Sie jetzt hier nochmal sehen, also 16 Beobachtungen, da haben Sie schon ein bisschen was zu tun, das würden Sie jetzt hier dann noch merken. Ja, deswegen also, aber gut, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen, also s Quadrat, das sehen Sie jetzt hier dann, wie groß das sein wird, ist dann also 1 geteilt durch 15, weil die Anzahl der Freiheitsgrade beträgt dann 15. Anzahl der Freiheitsgrade ist Anzahl der Beobachtungen minus Anzahl der zusätzlich zu schätzenden Parameter. Schauen Sie sich jetzt hier nochmal den Teil der Vorlesung an, wo wir jetzt hier dann über die Varianzschätzung geredet haben. Ich habe das jetzt hier auch bei den Videobeschreibungen jetzt hier dann mit Zeitstempeln verlegt, also wenn Sie das nochmal verstehen wollen, was es mit dieser Korrektur dann auf sich hat. Sie nehmen jetzt hier dann also 1 geteilt durch die Anzahl der Freiheitsgrade und multiplizieren das mit der Summe quadrierter Abweichungen zwischen Beobachtungen und arithmetischen Mitteln. Das machen Sie natürlich jetzt hier dann für jede einzelne Beobachtung. Also Sie merken ja hier schon aus der Formel, da haben Sie ein bisschen was zu tun. Ja, also da, wie gesagt, ja gut, das ist halt so, ja, was soll ich dazu sagen, ja. Deswegen aber 16 Beobachtungen, also ich würde Ihnen jetzt hier dann in der Klausur dann keine 16 Beobachtungen dann geben, ja, weil das ist, also da tippen Sie sich Ihre Fingerwund, ja. Also ich muss Ihnen natürlich gestehen, wenn ich das jetzt in Taschenrechner eintippen müsste, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit meinem Bauarbeiterfinger jetzt hier dann verrechne, sehr groß, ja. Deswegen, also das, was ich ja von sozusagen von mir nicht verlange, kann ich natürlich auch von Ihnen nicht erwarten. Ich möchte nicht wissen, also es gibt dann Leute, die jetzt hier dann sich dann quasi die Bedienungsanleitung des Taschenrechners dann durchlesen, um das hier quasi dann abzukürzen, vergessen Sie es. Ja, also ich habe noch nie in meinem Leben eine Bedienungsanleitung von einem Taschenrechner gelesen. Ich habe auch nie in meinem Leben einen programmierbaren Taschenrechner in der Hand gehalten. Verstehen Sie, was ich meine? Und trotzdem habe ich das geschafft zu promovieren, ohne, ja, verstehen Sie? Also das werden Sie dann auch schaffen, weil mich interessiert jetzt hier dann nicht, ob die, ja, also, ja, Dankeschön, dass Sie sich freuen, ja, Sie können die Bedienungsanleitung des Taschenrechners wegschmeißen. Verstehen Sie, was ich meine? Verbrennen Sie es. Ja, ich will es nicht sehen. Weil die Leute fragen mich ja, wie ich das eingeben soll, auch bei der Binomialverteilung. Verstehen Sie, da gibt es jetzt irgendwelche Zeugs mit Summen und so. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Vergessen Sie es. Ich will nicht wissen, ob Sie einen Taschenrechner bedienen können. Ich will wissen, ob Sie es kapiert haben. Verstehen Sie? Also nicht den Taschenrechner, sondern das hier. Verstehen Sie? Also das müssten Sie ja tun, ja, wenn Sie jetzt hier dann viel Zeit hätten und viel Nerven hätten. Also wie gesagt, ich selbst brauche Minimum 5 Minuten, um sowas dann einzutippen. Ja. Gut, ich würde das erstmal mit dem Verschiebungssatz machen und dann korrigieren, aber das wäre sozusagen, also wenn ich das explizit 1:1 eingeben müsste, hätte ich was zu tun. Das heißt, passen Sie auf. Also wie gesagt, das wird nicht passieren in der Klausur, aber nur, dass Sie sehen, was auf Sie zurollt. Schauen Sie. Hören Sie, dafür habe ich doch den Computer, der macht doch den Job für mich, verstehen Sie? Ich gebe die Daten ein, der berechnet mir die korrigierte Stichprobenvarianz und fertig. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das macht man nicht mehr. Also wie gesagt, das, ich mache ja Theorie, ja, verstehen Sie? Also ich mache sowas nicht, ja. Dafür gibt es Maschinen, die können es besser wie ich. Also warum soll ich jetzt hier dann Sie letztendlich im Endeffekt darin prüfen, ja, was Sie jetzt hier dann können sollen, was jede Maschine besser kann als Sie. Ja, also ist nicht böse gemeint, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, die Maschine kann aber nicht denken, also noch nicht. Ja, das ist noch was anderes. Also Formelchen bauen und so, erwartungstreue Berechnen von der Varianzschätzung kann die Maschine nicht. Auch also ChatGPT kann es auch nicht, verstehen Sie, vergessen Sie es. Ja. Nee, also das dauert noch ein bisschen, vielleicht kommt das auch nochmal. Okay, passen Sie auf, meine Damen und Herren, nur dass Sie Bescheid wissen, dieser Wert hier ist ein exakter Wert. Das ist ein exakter Wert. Also ich habe die Zahlen so konzipiert, dass die Zahlen jetzt, die rauskommen dabei, in Anführungszeichen schön sind. Ja. Bitte beachten Sie, dass im Allgemeinen die korrigierte Stichprobenvarianz größer ist als die mittlere quadratische Abweichung, vorausgesetzt, dass die Beobachtungen jetzt hier sich unterscheiden. Ja. Also wenn alle Beobachtungen gleich sind,
meine Damen und Herren, sind alle Streuungsmaße null. Da ist die korrigierte Version ja null. Da ist natürlich jetzt in dem Fall auch die unkorrigierte Version ja null. Also im Prinzip müsste ich jetzt hier dann so schreiben, ja, kleiner oder gleich, aber in der Praxis, dass jetzt hier jede Beobachtung gleich ist, kommt nicht vor. Selbst im Sozialismus kommt das nicht vor. Es gibt dann Leute, die gleich sind, und es gibt Leute, die dann noch gleicher sind. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ist jetzt ja so nicht der Fall. Ja, ich weiß Bescheid. Ich bin ja im Sozialismus aufgewachsen. Also ich kenne mich da dann aus. Also ich bin auch alt genug, um mich daran zu erinnern an diese Zeit. Ja, aber im Allgemeinen, meine Damen und Herren, natürlich ist es ja so, wenn Sie eine Zahl durch 15 teilen, ist das Ergebnis kleiner, als wenn Sie es durch 16 teilen. Das sollte, glaube ich, jetzt hier dann auch ein. Im Allgemeinen natürlich, also wenn jetzt hier dann nicht 0 herauskommen würde. Denn die Summe quadrierter Abweichungen, meine Damen und Herren, ist jetzt hier dann nicht 0. So viel dazu. Das sollten Sie sich aber zumindest mal einmal gegeben haben. Also wie gesagt, trotzdem, also auch wenn es jetzt in Tutorien gemacht werden würde, würde ich Sie bitten, das dann nachzurechnen. Ich werde die Klausur dann so konzipieren, dass ich Ihnen jetzt hier dann Zwischengrößen dann gebe, damit Sie jetzt hier dann so einen Mist, ja, nicht machen müssen, ja, weil, wie gesagt, ich brauche dafür selbst sehr ziemlich lange. Jetzt passen Sie auf, das Konfidenzniveau war jetzt hier dann auch bei dieser Aufgabenstellung 95%, die Irrwahrscheinlichkeit weiterhin bei 5%, also das hat sich jetzt überhaupt nicht geändert, ja, wie gesagt, alles ist gleich geblieben, nur die Varianz der Grundgesamtheit soll jetzt nicht bekannt sein. Und jetzt suche ich, passen Sie auf, das ist jetzt neu, ja, was ganz Neues. Ich suche das 1 minus Alpha halbe Quantil der T-Verteilung mit n minus 1 Freiheitsgraden. Ja, also passen Sie auf, das 1 minus Alpha halbe Quantil, kurz gesagt. 1 minus Alpha halbe ist, meine Damen und Herren, 1 minus 0,05 halbe. 1 minus 0,05 halbe ist 0,975, wie bei der Normalverteilung dann auch. Ich suche das 0,975 Quantil der T-Verteilung mit 15 Freiheitsgraden, meine Damen und Herren. Die Freiheitsgrade sind die Parameter, das ist ein Parameter der T-Verteilung, werden Sie jetzt hier noch gleich nochmal sehen. Wie gesagt, ich werde Ihnen den Beweis liefern, also ich werde, wie gesagt, jetzt hier dann Ihnen den Grund dafür geben, warum ich jetzt hier dann mit der T-Verteilung arbeite, aber lassen Sie das erstmal jetzt hier auf sich beruhen. Sie müssen jetzt erstmal gar nicht wissen, was es ist, wenn Sie das anwenden wollen. Das gilt natürlich jetzt auch für die Klausur. Sie müssen aber das 0,975 Quantil der T-Verteilung mit 15 Freiheitsgraden jetzt hier dann ablesen können aus der Verteilungstabelle, meine Damen und Herren. Es gibt eine Tabelle, die heißt Quantile der T-Verteilung. In einigen Büchern steht da Prozentpunkte drin, ja, oder man sagt auch Perzentile dazu, aber also der Begriff Perzentil ist, glaube ich, jetzt ein bisschen veraltet, also Quantile, ja, das ist jetzt hier dann zu Neudeutsch, Quantile der T-Verteilung. Die Tabelle sieht jetzt hier dann in etwa so aus. Schlagen Sie mal die Tabelle jetzt hier dann im Skript danach, während ich das jetzt hier dann auflege, sollten Sie jetzt hier dann quasi jetzt hier dann sehen. Ich habe jetzt hier ein bisschen umgenannt, weil ich habe jetzt hier dann geschrieben DF. DF, meine Damen und Herren, steht bei mir für Degrees of Freedom, und Degrees of Freedom, wie das auf Englisch heißt, heißt Freiheitsgrade. Hat nichts mit Freiheit zu tun, hat auch nichts mit Graden zu tun, hat auch nichts mit Freiheitsgraden zu tun, das ist jetzt nur ein Fantasiename. Das ist der Parameter der T-Verteilung, meine Damen und Herren. In Ihrem Skript steht da V, ja, also V für Freiheitsgrade, aber ich fand das nicht besonders stabil. Deswegen habe ich jetzt hier das dann umgenannt, ja, also zu DF für Degrees of Freedom, ja, damit das jetzt hier dann auch unmissverständlich dann bleibt, ja, weil V für Freiheitsgrade, also ich weiß nicht, aber naja, ich verzichte. Ja, also so sieht es aber jetzt dann von der Struktur dann aus, also alles andere ist jetzt hier gleich. Ja, ich habe das jetzt hier in der Mitte dann ausgeschnitten, weil es jetzt hier nicht auf dem Slide passt. Passen Sie auf, die Tabelle lege ich jetzt zum ersten Mal auf, ist nicht schwer. Sie gehen jetzt hier dann erstmal in die Zeile 15. Warum? Weil wir 15 Freiheitsgrade haben. Das kommt aus der Varianzschätzung. Und Sie gehen jetzt hier dann in die Spalte, wo 0,975 steht. Warum? Weil wir das 0,975 Quantil der T-Verteilung suchen. Und dort, wo sich die Zeile mit der Spalte trifft, meine Damen und Herren, nämlich bei 2, also ich freue mich ja, dass Sie lachen, aber ich finde das jetzt nicht so witzig. Dort, wo sich die Zeile mit der Spalte trifft, meine Damen und Herren, dort finden Sie das 97,5% Quantil der T-Verteilung mit 15 Freiheitsgrad, meine Damen und Herren. Das ist bei mir 2,1314 ungefähr. Ja, das ist sozusagen jetzt hier der Wert. Und den nehme ich jetzt hier mal und benutze jetzt hier dann sozusagen, jetzt hier dann weiter im Verlauf, jetzt hier dann in der Formel. Sie merken ja hier, dass das Quantil der T-Verteilung jetzt hier dann größer war, also nochmal zum Vergleich, jetzt hier größer war, beziehungsweise ist als das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung, was 1,96 war. Das führt im Allgemeinen dazu, dass das Intervall ein bisschen länger wird. Nicht immer, aber also hier, wie gesagt, wenn das Quantil natürlich größer ist,
ist die Zahl, die Sie dann addieren und subtrahieren zum arithmetischen Mittel, tendenziell auch größer, nicht wahr? Und so dass jetzt hier dann das Intervall tendenziell auch länger wird, wenn ich jetzt hier dann die Varianz nicht kenne. Das macht eigentlich auch Sinn, weil wenn ich die Varianz ja nicht kenne, nicht wahr, dann muss ich sie schätzen. Dadurch entsteht eine zusätzliche, also ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor, und das schlägt sich jetzt hier dann darin nieder, dass das Intervall natürlich jetzt hier dann etwas länger sein wird, aber das gilt jetzt nicht uneingeschränkt. Das kommt sozusagen jetzt hier dann auch auf die anderen Größen drauf an. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich fasse das jetzt hier mal zusammen. N ist jetzt hier dann gleich 16 gewesen, das arithmetische Mittel war das hier, S Quadrat, also die geschätzte Varianz, die geschätzte, nicht? Also erwartungstreu geschätzt und so. Ja? Jetzt hier dann war das hier, die Irrtumswahrscheinlichkeit war das hier und das 97,5% der T-Verteilung mit 15 Freiheitsgraden war das hier. Wie gesagt, also was soll dieser Wert dann sein? Das, also dieser Wert hier, ne? Wie gesagt, weil Sie fragen sich, was es sein soll, das ist der Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5% von dieser Verteilung nicht überschritten wird. Das 97,5% Quantil der Verteilung ist immer, also egal welche Verteilung das ist, ist immer der Wert, der von 97,5% der Verteilung nicht überschritten wird. Wenn das jetzt hier dann die T-Verteilung ist, dann halt die. Wenn das die Normalverteilung ist, dann halt die. Wenn es die Binomialverteilung ist, halt die. Ist egal. Ja, wenn es eine Stichprobe ist, halt dann die. Ist jetzt vollkommen egal, welche Verteilung das ist. Das 97,5% Quantil einer Verteilung ist immer der Wert, der von 97,5% der Verteilung nicht überschritten wird. Punkt. Also hier, gerade jetzt hier dann bei der T-Verteilung dann auch. Wie gesagt, ich werde Ihnen das erklären, keine Sorge, Sie werden es verstehen. Ja, also ich hoffe zumindest. Und dann kann ich ja sozusagen, aber ich muss es nicht verstehen, wenn ich jetzt hier dann einfach nur anwenden will. Wie gesagt, Sie müssen das Auto nicht auseinanderbauen, wenn Sie es fahren wollen. Wenn Sie es können, natürlich umso besser, aber das mache ich dann später. Arithmetisches Mittel plus minus das 97,5% Quantil der T-Verteilung. Dann habe ich jetzt hier dann mal, beziehungsweise geteilt durch Wurzel aus dem Stichprobenumfang, mal die Standardabweichung. Meine Damen und Herren, viele Studenten machen das falsch. Sie vergessen hier die Wurzel zu ziehen. Ja, aber Sie haben jetzt hier dann die Varianz berechnet, müssen Sie darauf achten, dass Sie dann bitte jetzt hier dann die Wurzel daraus ziehen. Warum? Weil in der Formel, meine Damen und Herren, nicht die Varianz steht, sondern in der Formel jetzt hier dann die Standardabweichung steht, also die zugehörige Standardabweichung. Bitte also nicht vergessen, wenn Sie die Varianz berechnet haben, also die geschätzte Varianz, dann ziehen Sie bitte die Wurzel, um die Standardabweichung zu bekommen. Das ist jetzt also ein beliebter Fehler, den die Studenten jetzt hier dann ja machen. Ja, wie gesagt, ist mir auch schon passiert, aber ist jetzt hier noch nicht tragisch. So, wenn Sie jetzt hier das dann machen, wie bei der Q-Formel, gibt es zwei Zahlen. Wenn Sie Minus rechnen, passiert das hier. Wenn Sie Plus rechnen, passiert das hier. Wenn Sie das jetzt hier mit dem anderen Intervall vergleichen, dann wie gesagt, Sie merken ja hier vielleicht schon, dass das Intervall etwas länger geworden ist. Ja? Wie gesagt, warum ist es länger geworden? Weil ein Unsicherheitsfaktor sich jetzt hier dann darin niederschlägt, dass sich die Varianz der Grundgesamtheit, meine Damen und Herren, nicht kenne und den aus der Stichprobe schätzen muss. Das ist die Antwort. Ja? Wenn Sie eine Größe nicht kennen, müssen Sie sie schätzen. Dadurch entsteht jetzt, wie gesagt, eine Schwankung jetzt hier dann für diese Größe, weil die Schätzung hängt ja von der Stichprobe ab und es schlägt sich jetzt hier dann im Allgemeinen darin nieder, dass die, also dass das Intervall bei unbekannter Varianz größer ist. In der Regel, nicht immer, aber in der Regel dann schon. Hängt natürlich jetzt hier dann auch jetzt hier von diesen Größen jetzt hier dann ab. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt die Erklärung. Also wie gesagt, für die Anwendung der Klausur ist es eigentlich super easy. Sie müssen einfach nur einsetzen und fertig. Sie müssen nicht mal wissen, was es ist. Ich erkläre Ihnen mal, was es ist, dass Sie das jetzt hier dann auch verstehen. Ja, Interpretation ist die gleiche. Dieses Intervall, meine Damen und Herren, das hier, das kann man zeigen. Dieses Intervall, hören Sie zu, enthält mit 95%iger Wahrscheinlichkeit nicht die Stichprobe, sondern den Erwartungswert aus der Grundgesamtheit, den wir nicht kennen. Wir haben jetzt hier wieder was ausgerechnet, was sich nicht explizit, also jetzt sind zumindest direkt auf eine Stichprobe bezieht, sondern was sich auf eine Grundgesamtheit bezieht. Das ist sozusagen jetzt hier dann das, was Sie dann hier dabei beachten sollen. Jetzt passen Sie auf. Wir hatten ja hier dann das Konfidenzintervall hergeleitet. Das müssen wir jetzt hier dann in diesem Fall nicht machen. Ich muss also jetzt hier dann nicht zeigen, dass das jetzt hier dann das Konfidenzintervall ist. Hören Sie zu, weil das nämlich die gleiche Struktur hat, wie jetzt hier, dann zumindest jetzt hier bei der Teststatistik jetzt hier dann auch. Was ich gezeigt hatte, auch im Rahmen des zentralen Grenzwertsatzes, dass das hier, meine Damen und Herren, standardnormal verteilt ist, wenn jetzt hier der Erwartungswert der jeweiligen Zufallsgrößen gleich μ ist und die Varianz jetzt hier dann der jeweiligen Zufallsgrößen, die jetzt hier dann involviert sind, Sigma Quadrat ist, wohlgemerkt, dass jetzt hier dann das arithmetische Mittel 1 geteilt durch n mal die Summe dieser Zufallsgröße jetzt hier dann sein werden würde. Verstehen Sie? Ja, also das hatte ich Ihnen jetzt hier gezeigt. Das kam jetzt hier dann auch jetzt in den anderen Vorlesungen auch nochmal vor.
Das war die Ausgangssituation dafür, dass ich jetzt hier dann das Konfidenzintervall hergeleitet hatte. Warum? Weil dann weiß ich, wenn dieses Ding der Standardnormalverteilung folgt, und ich nenne jetzt hier mal für die, also jetzt hier dann für die Vereinfachung mal Groß Z, dann weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Groß Z Werte annimmt, jetzt wollen Sie nicht abschreiben, wie gesagt, das war die Ausgangssituation, Werte annimmt zwischen seinem 1 minus Alpha halbe Quantil und dem negativen Wert des 1 minus Alpha halbe Quantils, jetzt hier dann genau 1 minus Alpha ist. Also wie gesagt, das hatte ich Ihnen auch gezeigt. Und daraus habe ich jetzt hier dann durch Umformung jetzt hier dann quasi den Erwartungswert μ dann isoliert, innerhalb jetzt hier dann der Klammer, und hatte Ihnen jetzt hier dann das Konfidenzintervall berechnet. Das, wie gesagt, das müssen Sie jetzt hier dann nicht nochmal drauf haben, aber die, also das Ergebnis dieser Rechnung dann war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass μ sich jetzt hier dann im Konfidenzintervall befindet, ja, also bei bekannter Varianz, das sieht man jetzt hier dann auch, genau 1 minus Alpha halbe, also 1 minus Alpha jetzt hier dann gewesen ist. Ja, wie gesagt, also es war, ich erinnere mich ja daran, ich habe das jetzt hergeleitet in der Vorlesung 20, wenn Sie sich das nochmal anschauen möchten, können Sie das gerne tun. Ja, also das versteht man jetzt hier dann nicht auf Anhieb, ich würde es auch nicht auf Anhieb verstehen, wenn ich jetzt hier dann die Herleitung jetzt nicht selbst könnte. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nochmal die Wiederholung. So, diese Rechnung aber impliziert im Prinzip Folgendes, dass man jetzt hier dann die Herleitung nicht braucht für das andere Intervall. Das heißt, das andere Intervall muss ich nicht herleiten. Ich zeige Ihnen mal gleich, warum. Ich muss jetzt hier dann einfach nur, passen Sie auf, weil das hat nämlich diese Teststatistik hier, hat genau die gleiche Struktur wie die hier. Der einzige Unterschied ist, dass Sie jetzt hier dann bei der neuen Teststatistik Sigma jetzt hier dann durch die Schätzung, na, also durch die entsprechende Schätzung ersetzen müssen. Und alles andere, natürlich jetzt hier dann bis auf die Verteilung noch, bleibt ja dann gleich. Wenn ich also im Prinzip jetzt hier dann Sigma durch S ersetze, nicht wahr, dann ändert sich jetzt hier dann auch die Verteilung. Wenn sich jetzt hier dann die Verteilung dann ändert, das sieht man jetzt hier dann eigentlich auch schon, also passen Sie auf, wenn ich jetzt hier dann die Standardnormalverteilung habe, das sieht man ja hier, ja, ich markiere das mal, benutze ich die Quantile der Standardnormalverteilung. Wenn ich jetzt hier dann nicht die Standardnormalverteilung habe, sondern die T-Verteilung, benutze ich dann bei der Formel entsprechend die Quantile der T-Verteilung. Ja, meine Damen und Herren, also das ist sozusagen das Einzige. Also die Quantile der Standardnormalverteilung müssen Sie ersetzen durch das, also durch die Quantile der T-Verteilung, und die Standardabweichung der Grundgesamtheit müssen Sie ersetzen durch die entsprechende Schätzung. Das ist dann alles. Also ich sage Ihnen jetzt hier dann nochmal gleich. Alles andere, wie gesagt, jetzt hier dann bleibt bestehen. Ja, also das war sozusagen die korrigierte Varianz, nicht wahr? Und daraus, wie gesagt, berechnen Sie die Standardabweichung. Da kann ich jetzt Ihnen auch entsprechend sagen, also wie gesagt, die Herleitungen sind jetzt hier dann, es ist exakt dasselbe, nur Sie müssen jetzt hier dann die Quantile und also Sigma dann ersetzen, das ist dann alles. X quer bleibt, ja, das ist das arithmetische Mittel, plus minus ist 1 minus Alpha halbe Quantil der T-Verteilung mit n minus 1 Freiheitsgraden mal jetzt hier dann nicht Sigma, sondern S, weil ich jetzt hier dann die Varianzschätzung jetzt hier dann machen muss, geteilt durch Wurzel aus N, das bleibt also alles, ist jetzt hier dann dasselbe. Also wie gesagt nochmal, dass Sie die Analogie erkennen, wenn hier Sigma steht, muss hier Sigma hin, wenn jetzt hier dann S steht, muss jetzt hier dann einfach S hin, und wenn wir jetzt hier dann die Normalverteilung haben, müssen hier die Quantile der Normalverteilung hin, und wenn wir jetzt hier dann die T-Verteilung haben, ja, dann müssen dahin die Quantile der T-Verteilung hin. Meine Damen und Herren, das ist alles. Ja? Also das heißt, wenn Sie das eine hergeleitet haben, können Sie sich die Herleitung jetzt hier dann von dem anderen sparen. Es genügt also, Ihnen zu zeigen, meine Damen und Herren, dass das gilt. Das hier. Ja, das heißt also, hier ist die Frage, warum folgt diese Teststatistik der T-Verteilung und nicht irgendwas anderem? Und das ist das, was ich jetzt in den nächsten 20 Minuten machen will. Meine Damen und Herren, ja, so, ich brauche ungefähr vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, um das jetzt Ihnen zu zeigen, damit Sie es verstehen. Das müssen Sie aber nicht drauf haben in der Klausur. Ja, das ist dann sozusagen Anatomie 1, also wenn Sie Medizin studieren, ich bringe eine Leichenmedizin, ziehe sie, lege sie auseinander, zeige Ihnen die Organe und fertig. Ja, das ist das, was Sie jetzt hier dann sehen. Ja? Okay, aber da müssen Sie erstmal wissen, meine Damen und Herren, hören Sie zu, dafür müssen Sie erstmal wissen, was die T-Verteilung ist. Ja, weil das ist die Voraussetzung, wenn Sie das verstehen wollen. Das ist das, was ich jetzt hier dann versuche zu erklären. Ja, alles klar? Also das ist der Plan, ja, für die nächsten 20 Minuten. Warum ist die Teststatistik hier T verteilt mit n minus 1 Freiheitsgrad. Ich werde Ihnen jetzt hier dann quasi eine Skizze des Beweises dann geben, ja, damit Sie das verstehen. Weil sonst kann man ja sozusagen damit jetzt nicht viel anfangen. Also wie auch immer bei mir, ich kann damit auch jetzt nicht viel anfangen. Die sehen Sie jetzt hier nochmal die Unterschiede. Varianzschätzung bzw. Schätzung der Standardabweichung und aus der Normalverteilung wird die T-Verteilung. Und das war's. Alles andere bleibt gleich. Also damit ist jetzt hier dann noch die Herleitung analog. So, jetzt passen Sie auf. Wenn ich jetzt wieder die T-Verteilung definieren will, brauche ich noch eine andere Verteilung. Ich brauche jetzt nämlich die sogenannte Chi-Quadrat-Verteilung.
Die Chi-Quadrat-Verteilung ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie die T-Verteilung auch. Ich könnte beide Verteilungen über die Dichte definieren. Wenn ich aber die Dichtefunktion der T-Verteilung bzw. von der Chi-Quadrat-Verteilung hinschreibe, dann glauben Sie mir, dann haben Sie keinen Bock mehr. Deswegen, das wollte ich Ihnen dann sparen. Ja? Brauche ich aber nicht. Ja? Ich kann ja sozusagen darauf verzichten. Wenn Sie das googeln, schauen Sie mal nach, wie die Dichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung bzw. die Dichtefunktion der T-Verteilung dann aussieht, meine Damen und Herren. Also da müssen Sie schon ein bisschen länger studieren als ein paar Wochen hier, ja, dass Sie das verstehen. Macht aber nichts. Ich kann sozusagen jetzt hier dann erstmal die Chi-Quadrat-Verteilung jetzt hier nochmal wie folgt definieren. Die Definition steht auch im Übrigen im Skript drin, auch wenn das eine Fußnote ist. Und zwar, ich definiere jetzt eine Variable, die Chi-Quadrat-Verteilung heißt, indem ich jetzt hier dann Folgendes tue, passen Sie auf, über die Summe quadrierter standardnormalverteilter Zufallszahlen. Also wenn Sie sich jetzt hier dann fragen, was das hier sind, ja, das sieht man ja hier dann auch, das sind, meine Damen und Herren, allesamt, also ZI, das sieht man jetzt hier dann gleich nochmal auf den Folien, allesamt standardnormalverteilte Zufallszahlen. Wenn Sie standardnormalverteilte Zufallszahlen quadrieren und aufsummieren, entsteht eine neue Verteilung, deren Dichte man ausrechnen kann. Und die neue Verteilung, die jetzt hier dann dadurch entsteht, dass Sie quadrierte standardnormalverteilte Zufallszahlen aufsummieren, heißt Chi-Quadrat-Verteilung. Ja, das ist sozusagen der Name dieser Verteilung. Die entsteht also, wie gesagt, aus der Summe quadrierter standardnormalverteilter Zufallszahlen. So, das ist dann eigentlich auch schon alles. Ja? Also ich sage jetzt ja auch noch mal was dazu, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. Es sei jetzt hier nochmal angemerkt, dass die Summe dieser Zufallszahlen oder beziehungsweise dass die Zufallszahlen selbst unabhängig sein müssen. Das heißt also, die Summe, meine Damen und Herren, besteht aus unabhängigen Summanden. Normalverteilung können Sie sich ja vorstellen. Standardnormalverteilung können Sie sich dann vorstellen. Ja, wenn Sie eine standardnormalverteilte Zufallsvariable haben, nehmen Sie es mit sich selbst mal, dann haben Sie das Quadrat davon. Und wenn Sie mehrere haben, um das dann aufzusummieren, entsteht eine neue Verteilung, die jetzt dann die Chi-Quadrat-Verteilung heißt. Ja, die Chi-Quadrat-Verteilung hat nämlich nur einen einzigen Parameter, meine Damen und Herren. Das sieht man jetzt hier dann eigentlich auch schon. Ich schreibe jetzt hier dann groß X dazu. Aber eigentlich sieht jetzt hier dann Chi, also das ist ein griechischer Buchstabe, sieht jetzt hier dann so aus. Aber das hat jetzt hier dann eine gewisse Ähnlichkeit mit einer bestimmten Ideologie vor 100 Jahren. Das möchte ich jetzt hier dann nicht machen. Also nicht, dass ich jetzt wieder gesperrt werde, meine Damen und Herren, weil ich wurde schon oft gesperrt. Also nur, dass Sie das dann wissen. Ich möchte jetzt nicht den Namen dieser Ideologie dann aussprechen. Aber Sie wissen ja genau, was ich meine. Ja, also wie gesagt, das kann man sozusagen damit dann umdeuten und dann erzählen dann die Leute, ich würde ihnen was die ganze Zeit unterjubeln, also das möchte ich auf gar keinen Fall. Deswegen, ich habe jetzt hier dann X geschrieben, aber ich nenne es jetzt hier trotzdem mal Chi. Chi-Quadrat, wie gesagt, also der Name Quadrat kommt daher, dass die standardnormalverteilten Zufallsvariablen hier dann jeweils quadriert werden und die Summe halt, ja gut, wenn das jetzt hier dann Summe hat. Und jetzt passen Sie auf, die Anzahl der Summanden entspricht jetzt hier, passen Sie auf, die Anzahl der Freiheitsgrade. Wenn ich zwei Summanden hätte, dann hatte ich jetzt hier dann zwei Freiheitsgrade, hätte ich dann drei Summanden, hätte ich dann drei, hätte ich dann 15, hätte ich dann 15. Das ist sozusagen die Chi-Quadrat-Verteilung. Passen Sie auf, Sie müssen die Dichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung nicht kennen, Sie müssen sie auch nicht zeichnen, ich zeige Ihnen trotzdem, wie jetzt mal aussieht, ja, damit Sie sich jetzt hier was darunter vorstellen können. Die ist nicht symmetrisch zur Y-Achse, das sieht man jetzt hier eigentlich auch leicht. Die fängt jetzt hier dann bei der Null an, sieht in etwa so aus. Das kommt jetzt auf die Anzahl der Freiheitsgrade an. Manchmal sieht es jetzt hier dann so aus. Also das ist, wie gesagt, jetzt hier dann immer unterschiedlich. Es kommt auch auf die Anzahl der Freiheitsgrade an. Die fängt aber hier bei Null an. Links von der Null ist sie jetzt hier dann immer Null. Warum? Weil die Summe quadrierter Zahlen niemals kleiner als Null sein kann. Verstehen Sie? Also wenn Sie ja Zahlen jetzt hier dann mit sich selbst mal nehmen und die Summe daraus bilden, das kann natürlich jetzt niemals kleiner als Null werden. So dass jetzt hier dann die Dichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung links von der Null natürlich jetzt hier dann auch Null ist. Also die fängt ja faktisch jetzt hier dann bei der Null dann an. Die ist also nicht symmetrisch zur Y-Achse, meine Damen und Herren. Ja, also nur, dass Sie das jetzt hier dann wissen. Aber alles andere, wie gesagt, können Sie das erstmal vergessen, ja. Es gibt eine Tabelle, die Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung heißt. Sie müssen also gegebenenfalls auch die Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung ablesen können. Das müssen Sie jetzt hier aber nicht tun, weil ich die Quantile jetzt hier in diesem Zusammenhang jetzt hier dann nicht brauche. Das müssen Sie aber gegebenenfalls bei Hypothesentests tun, die sich jetzt hier dann auf die Chi-Quadrat-Verteilung beziehen. Die Chi-Quadrat-Verteilung stammt jetzt hier dann von Pearson. Pearson war auch derjenige, der den Korrelationskoeffizienten erfunden hat. Warum er das Chi-Quadrat-Verteilung heißt, also warum er das so genannt hat, ich habe keine Ahnung. Fragen Sie ihn. Ja, also gut, ich meine, der ist schon längst tot, aber wie gesagt, ich habe bis jetzt hier noch bis zum heutigen Tag jetzt nicht herausgefunden, warum das so ist. Aber wenn Sie es vielleicht darüber stolpern, dann können Sie es mir vielleicht mal erzählen. Aber wie gesagt, mir ist es auch egal, wie es heißt. Hauptsache, ich kann damit dann irgendwie umgehen. Ja? Also wie gesagt, nur, dass Sie dann
jetzt sie dann Bescheid wissen. Also wie gesagt, summa summarum, was sollten sich jetzt wieder merken? Sollten sich merken, dass die Chi-Quadrat-Verteilung aus der Summe quadrierter, standardnormalverteilter Zufallszahlen entsteht und auch generiert wird. Ja, das heißt, Pearson war derjenige, der sozusagen die Dichtefunktion von diesem Ding ausgerechnet hatte. Das Papier ist ungefähr 100 Jahre alt, also können Sie jetzt hier mal nachschauen, was es jetzt hier dann ist. Ja. Gut, wie gesagt, lassen wir das jetzt in diese Stelle. Ja, das müssen Sie auch nicht, also ich frage das auch nicht ab, aber nur, dass Sie das dann wissen. Also wie gesagt, Summe quadrierter, standardnormalverteilter Zufallszahlen folgt der Chi-Quadrat-Verteilung, das ist sozusagen jetzt in der Notation. Also überall, wo die Chi-Quadrat-Verteilung drinsteckt, steckt immer eine Summe von quadrierten, standardnormal verteilten Zufallszahlen jetzt in der drin. Ich mache jetzt hier noch drei Beispiele, jetzt hier ein paar Teststatistiken, dass Sie das jetzt hier nochmal dann sehen. Also wie gesagt, ich behalte mir jetzt hier mal die Summe dann bei und schaue jetzt mir dann die folgende Struktur dann an, passen Sie auf. Wenn ich jetzt hier, meine Damen und Herren, unabhängige normalverteilte Zufallsvariablen habe, die jetzt wieder nicht zwangsweise standardnormalverteilt sind, sondern einfach nur normalverteilt mit Erwartungswert μ und Variant Sigma Quadrat jeweils, dann weiß ich, meine Damen und Herren, zum Beispiel Folgendes. Schauen Sie sich jetzt hier mal diese Teststatistik dann an. Ich könnte Sie zum Beispiel fragen, welche Verteilung folgt denn, hören Sie zu, welche Verteilung folgt diese Teststatistik? Darauf sollten Sie kommen. Ich zeige Ihnen mal kurz mal wie. Passen Sie auf. Und zwar, also die folgt jetzt hier dann der Chi-Quadrat-Verteilung mit n Freiheitsgraden, aber ist die Frage, warum? Also das werde ich jetzt hier mal kurz mal schrittweise erklären. Zunächst mal schauen Sie sich bitte den Inhalt innerhalb der Klammer an. Ich habe das jetzt hier dann blau hervorgehoben. X minus μ geteilt durch Sigma. Hören Sie, wenn X der Normalverteilung folgt mit Erwartungswert μ und Variant Sigma-Quadrat, dann sollten Sie darauf kommen, dass X minus μ geteilt durch Sigma nichts anderes ist als die Standardisierung dieser Zufallszahl. Das sollten Sie wissen. Standardisierung bedeutet im Prinzip, dass ich den Erwartungswert abziehe von der Zufallszahl und das Ergebnis jetzt hier dann, ne, diese Subtraktion jetzt hier dann durch die Standardabweichung der Zufallszahl teile. Wenn Sie eine Zufallsvariable standardisieren und die war dann normal verteilt, dann ist wiederum bei jeder Lineartransformation der Normalverteilung ebenfalls normalverteilt ist, ja, das ist ja sozusagen die Reproduktivitätseigenschaft der Normalverteilung, dann ist auch, meine Damen und Herren, die Standardisierung normalverteilt und jede Standardisierung hat immer den gleichen Erwartungswert, nämlich 0, und immer die gleiche Varianz, nämlich jetzt hier dann gleich 1. Also das sollten Sie jetzt hier dann erkennen. Das heißt, der blaue Inhalt zunächst mal innerhalb der Klammer wird jetzt hier dann erstmal der Standardnormalverteilung folgen. Das wissen Sie auch dann, wenn Sie jetzt erstmal gar nichts über die Chi-Quadrat-Verteilung wissen, meine Damen und Herren. Darauf sollten Sie mal kommen, nicht? Wenn eine Zufallsvariable normalverteilt ist, dann ist die Standardisierung der Zufallsvariable, meine Damen und Herren, standardnormalverteilt. Ja, was soll es denn sonst sein? Verstehen Sie? Ja, das kann ja nichts anderes sein. Das ist sozusagen jetzt hier dann der Grund. So. Schritt Nummer 1. Also der Inhalt ist standardnormalverteilt. Schritt Nummer 2, was passiert, wenn Sie es quadrieren? Das steht ja hier. Wenn Sie eine standardnormalverteilte Zufallsvariable quadrieren, dann entsteht, meine Damen und Herren, die Chi-Quadrat-Verteilung mit einem Freiheitsgrad. Warum? Weil Sie jetzt natürlich einen Summanden haben. Verstehen Sie? Ja? Die Summe quadrierter standardnormalverteilter Zufallszahlen folgt der Chi-Quadrat-Verteilung. Wenn ich ja nur einen Summanden habe, dann entspricht, also die Anzahl der Summanden entspricht natürlich jetzt hier dann der Anzahl der Freiheitsgrade, wohlgemerkt, nicht wahr? Deswegen habe ich jetzt hier dann, ne, also die Summe des Quadrats von, ne, letztem Endeffekt von einer standardnormalverteilten Zufallszahl, folgt der Chi-Quadrat-Verteilung mit einem Freiheitsgrad. Und wenn ich jetzt hier dann die Chi-Quadrat-verteilten Zufallsvariablen aufaddiere und ich habe dann m Stück, nicht wahr? Oder hier habe ich dann n Stück wohlgemerkt, ne? Aber hier hätte ich jetzt hier dann unten m, oben n, nicht wahr? Dann folgt natürlich jetzt hier dann die Summe der Chi-Quadrat-Verteilung mit n Freiheitsgraden, das war's. Das bedeutet also hier im Prinzip, diese Teststatistik, wie die auch immer aussieht, folgt der Chi-Quadrat-Verteilung mit n Freiheitsgraden, das ist jetzt hier dann das, was jetzt hier dann auch stehen wird. So. Das ist relativ simpel, trotz allem, also auch wenn Sie jetzt hier dann zum ersten Mal jetzt hier dann in Kontakt mit der Chi-Quadrat-Verteilung jetzt hier dann treten. Wie gesagt, das Einzige, was Sie jetzt hier wissen müssen, ist, dass die Summe quadrierter standardnormalverteilter Zufallsvariablen der Chi-Quadrat-Verteilung folgt. Die Anzahl der Summanden aus dieser Summe entsprechen jetzt hier, also die entspricht jetzt hier dann die Anzahl der Freiheitsgrade der Verteilung, ja, weil das ist jetzt nämlich der Parameter der Chi-Quadrat-Verteilung, was jetzt hier dann sich dann Freiheitsgrade nennt. So, jetzt passen Sie auf. Jetzt kommt ein Schritt, der jetzt hier dann nur intuitiv nachvollziehbar ist. Ich nehme jetzt hier dann eine Teststatistik, die so ähnlich aussieht wie das hier. Das Problem ist nämlich in der Praxis, dass man jetzt hier dann den Erwartungswert unter anderem ja nicht kennt. Wenn ich den Erwartungswert einer Zufallszahl nicht kenne,
dann muss ich jetzt hier den Erwartungswert der Zufallszahl schätzen, nicht wahr? Das ist sozusagen jetzt hier dann kein, also da führt jetzt hier dann kein Ausweg vorbei. Und was ist die beste Schätzung? Also natürlich unter gewissen Voraussetzungen. Was ist die beste Schätzung für den Erwartungswert der Zufallszahl? Hatte ich auch schon gesagt, noch vor den Ferien. Das ist das arithmetische Mittel. Ich werde jetzt hier also in dem Fall bei dieser Teststatistik μ durch das arithmetische Mittel ersetzen. Verstehen Sie? Das ist sozusagen das, was ich jetzt hier dann tue. Und dann würde ich Sie dann fragen, das sollten Sie jetzt hier dann nur intuitiv nachvollziehen, wie ändert sich, meine Damen und Herren, die zugehörige Verteilung? Zunächst mal, die zugehörige Verteilung bleibt. Das bedeutet also, das Ding wird weiterhin schief quadratverteilt sein, nicht wahr? Also das ist sozusagen jetzt hier dann unverändert. Allerdings ändert sich die Anzahl der Freiheitsgrade. Passen Sie auf, was war eigentlich Freiheitsgrade gewesen? Vielleicht wissen Sie es ja noch von der Intuition her. Die Anzahl der Freiheitsgrade war Anzahl der Beobachtungen minus Anzahl der zusätzlich zu schätzenden Parameter. Wie viele Parameter werden jetzt hier dann zusätzlich geschätzt? Einer, nämlich der Erwartungswert, also ist die Intuition die, dass sich jetzt hier dann die Anzahl der Freiheitsgrade wie folgt ändert, und zwar aus n wird jetzt hier dann n minus 1. Warum? Weil ich jetzt hier nämlich dann den Erwartungswert schätzen muss. Wie gesagt, bitte merken Sie sich als Faustregel, damit kommt man eigentlich erstmal im ersten Semester ganz gut über die Runden, ja, wenn man das sozusagen das jetzt hier dann verstehen möchte. Anzahl der Freiheitsgrade, also df, ja, ist gleich Anzahl der Beobachtungen abzüglich Anzahl der zusätzlich zu schätzenden Parameter. Wenn Sie den Erwartungswert, also sprich μ, durch eine Schätzung ersetzen, haben Sie ja faktisch einen Parameter zusätzlich geschätzt, sodass sich die Anzahl der Freiheitsgrade jetzt hier dann um 1 reduzieren wird, weil Sie jetzt hier einen Parameter schätzen mussten, ja, weil Sie jetzt hier natürlich darauf angewiesen werden. Das heißt also, in dem Fall ist die Anzahl der Freiheitsgrade n minus 1. Das zu zeigen ist vergleichsweise schwieriger, ja, also wie sich das jetzt hier dann quasi dann reduziert und so weiter, weil man jetzt hier dann nochmal trotzdem jetzt hier dann sich dann wundert, obwohl man jetzt hier dann n-Summanden hat, nicht wahr, warum jetzt hier dann quasi jetzt hier dann die Anzahl der Freiheitsgrade n minus 1 ist, aber vielleicht nochmal als Antwort, weil die Summanden nicht alle unabhängig sind. Wenn jetzt hier das arithmetische Mittel jetzt hier dann drinsteckt, passen Sie auf, das arithmetische Mittel enthält ja sowieso alle Summanden, das heißt also nicht alle Summanden sind jetzt hier dann unabhängig. Faktisch sind ja nur n minus 1 unabhängig, deswegen jetzt hier dann quasi die Änderung der Freiheitsgrade. Wenn Sie das jetzt wirklich verstehen wollen, dann müssen Sie hier vielleicht nochmal 2-3 Semester dranhängen und dann sehen wir uns vielleicht im Master wieder, dann beweise ich Ihnen, dass das jetzt hier das auch n minus 1 jetzt hier dann ist. Dann muss ich jetzt hier dann mit Matrizenzerlegung dann arbeiten, das würde ich jetzt hier dann Ihnen nicht zumuten. Ja, also da müssen Sie was über Projektionsmatrizen wissen und so, also wie gesagt, ich mache das auch gerne, ja, also nicht, dass Sie mich das falsch verstehen, aber wie gesagt, nicht im ersten Semester, also sind jetzt hier dann quasi noch am Anfang, das brauchen Sie jetzt hier dann nicht, ja. Aber die Intuition reicht aus. Nochmal, das habe ich jetzt hier nochmal auch auf die Folie dann hingeschrieben, wenn Sie Parameter schätzen, ändert sich die Anzahl der Freiheitsgrade, denn die Anzahl der Freiheitsgrade war Anzahl der Beobachtung minus Anzahl der zusätzlichen Schätzungen. Wenn ich den Erwartungswert schätze, ich war durch das arithmetische Mittel, dann habe ich einen Parameter geschätzt, sodass sich die Anzahl der Freiheitsgrade jetzt hier dann um 1 reduziert. Hätte ich 2 schätzen müssen, wie bei der einfachen Regression, wäre jetzt hier dann die Anzahl der Freiheitsgrade n minus 2. Das hatte ich jetzt mal nebenbei erwähnt, aber dazu kommen wir dann später. Und das gilt, meine Damen und Herren, analog, jetzt hier dann für die Parameter der Schief-Quadrat-Verteilung, deswegen heißen die auch Freiheitsgrade, na, das sind jetzt die gleichen Freiheitsgrade, das ist die gleiche Größe wie bei der Variantenschätzung ja auch, meine Damen und Herren, um jetzt hier dann die Analogie dann herzustellen, deswegen hat man die jetzt hier dann Freiheitsgrade genannt. So, das ist wie gesagt schwieriger zu zeigen, das ist leicht, also das hier zu zeigen ist leicht, das zweite zu zeigen ist wesentlich schwieriger, müssen Sie jetzt hier dann mit Zerlegung arbeiten, das will ich jetzt hier dann nicht zumuten, ja, das ist... Wie gesagt, also der Beweis ist natürlich spektakulär, aber den kann ich jetzt dann im ersten Semester Ihnen nicht liefern. So, passen Sie auf. Das reicht aber für die Intuition. Jetzt geht es nochmal weiter, und zwar jetzt hier in dem Fall für die T-Verteilung. Was ist denn die T-Verteilung? Und dann definiere ich das jetzt wieder nochmal gleich. Ja. Die T-Verteilung, meine Damen und Herren, kann ich natürlich auch über die Dichtefunktion definieren. Da haben Sie aber keinen Bock mehr. Ich definiere das jetzt hier dann wie folgt, und zwar über eine Transformation von 2 anderen Zufallsvariablen. Die T-Verteilung entsteht, meine Damen und Herren, wenn Sie eine standardnormalverteilte Zufallszahl, also Z wird standardnormalverteilt sein, ja, das können Sie vielleicht jetzt hier nochmal auf der Folie jetzt hier gleich nochmal einsehen. Wenn Sie eine standardnormalverteilte Zufallszahl durch die Wurzel einer Chi-Quadrat-verteilten Zufallszahl teilen. Ich wiederhole. Wenn Sie eine standardnormalverteilte Zufallszahl durch die Wurzel einer Chi-Quadrat-verteilten Zufallszahl teilen, entsteht die T-Verteilung. Die T-Verteilung also auch dazu, wie gesagt, weil das in der Realität häufiger vorkommt, dass das jetzt Sie dann glauben, nicht wahr? Auch die T-Verteilung stammt von Pearson.
Das bedeutet, dass Sie sehen jetzt hier, ich zeige Ihnen das jetzt hier mal, das hatte ich jetzt Ihnen hingeschrieben, Z, also der Zähler, die Standardnummer verteilt und der Nenner bzw. der Inhalt des Nenners ist dann Chi-Quadrat verteilt und bitte beachten Sie, dass zusätzlich noch dazu die Chi-Quadrat verteilte Zufallszahl durch die Anzahl seiner Freiheitsgrade geteilt wird. Wie gesagt, also warum hat sich der Pearson die Mühe gemacht, jetzt hier noch davon die Dichtefunktion zu bestimmen? Weil diese Größe, auch wenn Sie das jetzt nicht glauben, in der Praxis, also in der Realität, viel zu häufig vorkommt, dass man das jetzt hier dann davon, die Systematik jetzt hier dann nicht letztem Endeffekt dann irgendwie analysieren müsste. Die, wie gesagt, die Herleitung ist dann wesentlich schwieriger, aber die Struktur kann ich dann sozusagen jetzt hier dann nochmal sehen. Und wenn ich dann sowas habe, dann weiß ich, dass die zugehörige Zufallswahl eine Systematik jetzt hier dann gehorcht, die der, also wie gesagt, T-Verteilung genannt wurde. Warum T-Verteilung? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht Geschichte studiert, sondern, na, Sie wissen, aber hätte ich ja vielleicht dann doch mal machen sollen. Gut, also wie gesagt, ich kann jetzt hier dann nicht erklären, wenn Sie sozusagen ein eigenes Verteilungsmodell dann entwerfen, können Sie die Verteilung so nennen, wie Sie wollen. Ja, das ist ja Ihr Baby, wenn man sozusagen will. Ja, und hätte ich das jetzt hier dann gemacht, ja, dann hätte ich das vielleicht anders genannt. Also fragen Sie ihn. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Ja, gut, also er hat ja sozusagen das T-Verteilung genannt und auch hier stecken die Anzahl der Freiheitsgrade den, die jetzt hier dann direkt aus der Chi-Quadrat-Verteilung kommen. Wie gesagt, bitte beachten Sie, dass im Nenner zusätzlich jetzt hier dann noch zu der Wurzel aus der Chi-Quadrat-verteilten Zufallszahl die Chi-Quadrat-verteilte Zufallszahl durch die Anzahl seiner Freiheitsgrade geteilt wird. Ich behalte jetzt hier mal quasi diese Struktur dann bei und analysiere jetzt hier dann die Teststatistik, deren Verteilung jetzt hier dann sozusagen dann nochmal zeigen will. Das bedeutet also, ich möchte jetzt hier dann zeigen, dass diese Teststatistik hier, die Sie gleich sehen werden, die da, ja, der T-Verteilung folgt. Und zwar passen Sie auf, also das ist sozusagen nicht ganz der Beweis, weil der nicht vollständig ist, aber zumindest von der Intuition her, dass dieses Ding der T-Verteilung folgt mit, hören Sie zu, mit N-1 Freiheitsgraden. Ich werde jetzt hier dann den Ausdruck jetzt auseinandernehmen. Also wie gesagt, stellen Sie sich mal vor, ich studiere in Medizin, ich habe jetzt hier eine Leiche vorliegen und ich nehme die Leiche sozusagen auseinander, dann lege ich die Organe raus und dann, wie gesagt, das ist das, was ich jetzt hier dann tun werde. Also wenn Sie sich wundern, warum ich den Ausdruck jetzt hier dann wesentlich verändere, ja, dann liegt es natürlich daran, dass ich jetzt hier dann nachvollziehen will, wie jetzt hier dann diese Struktur dann letztlich im Endeffekt dann aussehen wird. Das werden Sie jetzt hier dann mal nachvollziehen. Also wie gesagt, brauchen Sie jetzt auch nicht mitschreiben. Darauf kommt man jetzt hier auch nicht ohne weiteres, weil man jetzt nicht weiß, wohin man eigentlich dann hin möchte. Jetzt passen Sie auf. Vielleicht aber können Sie mal die Schritte nachvollziehen bis dahin, weil die Schritte sind elementar. Da brauchen Sie eigentlich nur Bruchrechnen für. Sie müssen nur Bruchrechnen können, sonst nichts. Ich behalte jetzt hier dann den Zähler bei, also der Zähler bleibt, passen Sie auf. Aber bei den Nenner mache ich Folgendes. S geteilt durch Wurzel aus N. Wenn Sie jetzt hier dann im Nenner dividieren, Division ist, meine Damen und Herren, das gleiche wie Multiplikation mit dem Kehrwert. Das heißt also, wenn ich im Nenner jetzt hier sozusagen nicht durch Wurzel aus N dividiere, sondern mit dem Kehrwert von Wurzel aus N mal nehme, dann ist es jetzt hier dann das gleiche. Ja, wie gesagt, überprüfen Sie das mal selbst. Also wenn Sie zum Beispiel sowas rechnen wie 1 geteilt durch 2 Drittel, ist das gleiche wie 1 geteilt durch 2 mal jetzt hier dann 1 Drittel. Ja, das ist dasselbe. Das ist jetzt nichts anderes. Ja, die Ausdrücke sind jetzt hier dann ein bisschen hässlicher und so, aber das ist jetzt hier dann nicht weiter. Wie gesagt, versuchen Sie das nachzuvollziehen. Weil die einzelnen Schritte, die werden Sie ja können. Nur die Gesamtheit der Schritte vielleicht nicht, weil Sie werden jetzt hier dann nicht drauf gekommen. Ja, das ist mir schon klar. Ich bin auch nicht drauf gekommen, meine Damen und Herren. Ja, das sollten Sie jetzt hier nochmal sehen. Das ist egal. Ja, also okay, doch, ich bin, naja, egal, lassen wir das. So, jetzt passen Sie auf. Das hier ist dasselbe, wie jetzt hier dann, was Sie sehen. Hier ist der Zähler, taucht hier nochmal auf und der Nenner taucht hier nochmal auf. Dieses Wurzel aus N werde ich jetzt hier nochmal nach vorne schieben. Das sieht das jetzt hier dann so aus. Das ist auch das Gleiche. Ich sage Ihnen nochmal, warum. Also wenn Sie zum Beispiel sowas rechnen wie, ja, passen Sie auf, also nur, dass Sie das jetzt hier sehen, 1 geteilt durch 2 geteilt durch 3, ja, ist ja 3 halbe, wenn man so will, ja, das sieht man jetzt hier eigentlich auch schon. Das ist ja 1 geteilt durch 2 mal 1 Drittel und dann, wenn Sie jetzt hier dann mit dem Nenner, jetzt hier in dem Fall mit einem Bruch multiplizieren, dann können Sie das jetzt hier dann auch so machen, 3 mal 1 geteilt durch 2, das sieht man jetzt hier dann nämlich dann auch, dass es jetzt hier dasselbe ist, meine Damen und Herren, verstehen Sie? Ja, also ich kann sozusagen diesen Ausdruck jetzt hier nach vorne bringen, das ist jetzt hier dann nichts anderes, ja. Das sieht man ja jeder noch nicht auch. 1 geteilt durch 2 Drittel ist ja 3 halbe. Ja? Also das ist ja hier sozusagen das Gleiche. Nachvollziehbar? Bei 1 geteilt durch 2 Drittel ist ja 1 mal 3 halbe, also Multiplikation mit dem Kehrwert. Das ist elementares Bruchrechnen, meine Damen und Herren, dieser Schritt, dass Sie das jetzt hier dann sehen. So, warum ich das mache, das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, lassen Sie das erstmal auf sich beruhen. Der Ausdruck ist jetzt hier wesentlich hässlicher geworden, als es jetzt schon ohnehin schon war. Das ist mir schon klar, aber wie gesagt, ich muss es auseinandernehmen. Ja, also ich muss es nicht reparieren, ich muss es auseinandernehmen, damit ich jetzt hier dann die Verteilung von dem verstehe. Jetzt passen Sie auf. Ich erweitere den hier mit 1 geteilt durch Sigma
Na, also sowohl im Zähler als auch im Nenner. Das bedeutet also, wenn Sie das verstehen wollen, multipliziere ich jetzt dann den Bruch. Ja. Na, sowohl den Zähler als auch Nenner mit 1 geteilt durch Sigma. Warum? Werden Sie, wie gesagt, jetzt hier nochmal dann später sehen. Also den Zähler mit 1 geteilt durch Sigma und den Nenner mit 1 geteilt durch Sigma. Wenn ich das im Zähler mache, entsteht das hier, also x quer minus μ geteilt durch Sigma, offensichtlich. Und wenn ich das im Nenner mache, meine Damen und Herren, entsteht dann das hier. Wie gesagt, also Zähler und Nenner werden jetzt hier mit 1 geteilt durch Sigma multipliziert. Dann passiert ja mit dem Bruch gar nichts, weil wenn Sie jetzt hier dann einen Bruch sowohl im Zähler als auch im Nenner mit 1 geteilt durch Sigma multiplizieren, dann haben Sie ja faktisch den Bruch mit 1 multipliziert. Verstehen Sie? Ja, das ist sozusagen jetzt hier dann keine Änderung. Ja, das heißt, der Wert auf der rechten Seite ist, wie gesagt, jetzt hier dann genauso groß wie auf der linken. Ja, nur, dass Sie das jetzt hier dann verstehen. So, wie gesagt, Sie wundern sich über diesen Ausdruck, meine Damen und Herren, ist mir schon klar, ja, aber lassen Sie das, ich muss es ja auseinandernehmen, ja, ich muss Ihnen ja zeigen, was da drin steckt, deswegen. Ich muss es nicht reparieren, ich nehme es nur auseinander, ja. So, jetzt passen Sie auf. Das hier kann man auch so schreiben, ja, wenn Sie jetzt hier dann quasi einen Bruch, passen Sie auf, ich zeige Ihnen das mal, zum Beispiel ein halb, jetzt hier dann mit 7 Mal nehmen, ja, dass Sie es jetzt hier dann hier nochmal sehen. Dann können Sie jetzt hier das dann auch wie folgt dann tun, und zwar 1 geteilt durch 2 durch 7, das ist jetzt nämlich dasselbe. 7 halbe ist natürlich jetzt hier dann das gleiche wie 1 geteilt durch 2 siebte. Ja, das heißt also, ich tue das hier da rein. Warum? Sehen Sie später nochmal. Ja, das ist sozusagen dasselbe. Ja, Multiplikation ist ja, na, Sie wissen ja schon, okay. Also, dass Sie das jetzt hier nochmal dann sehen. Und hier, passen Sie auf, wenn Sie den Nenner quadrieren und die Wurzel ziehen, also das können Sie ja hier dann nochmal sehen, wenn Sie a Quadrat jetzt hier daraus haben und daraus die Wurzel ziehen, bekommen Sie a wieder heraus. Das ist dasselbe, ja? Also wenn das a ist, ja, sieht man hier dann auch, dann ist es jetzt hier dann Wurzel aus a Quadrat, ja? Das ist das Gleiche. Also wie gesagt, ich habe das jetzt nur verändert, um die Struktur jetzt hier dann nochmal auseinanderzunehmen, weil Sie werden jetzt hier dann sehen, dass das hier, meine Damen und Herren, also dieser Ausdruck hier, dem hier etwas ähnlicher wurde. Ja, ich will das jetzt hier dann auf die T-Verteilung schieben. Verstehen Sie? Ja, das ist der Grund, warum ich das jetzt hier dann tue. Müssen Sie natürlich nicht machen in der Klausur. Ja, das verlangt keiner von Ihnen. Das sollen Sie kapieren. Ja, verstehen Sie? Also, das ist elementares Bruchrechnen, meine Damen und Herren, das bringe ich einem 12-Jährigen bei. Ja, also, wie gesagt, wundern Sie sich nicht. Die haben zum ersten Mal Brüche gehabt in der, also, ich glaube, in der 6. oder 7. Klasse oder so. Ja, wenn ich das, weiß nicht, in Berlin, vielleicht jetzt nicht in Berlin, aber ist ja auch egal, also auch in Berlin lernt man das auch. Meine Damen und Herren. So, jetzt passen Sie auf, das hier ist gleich geblieben und ich nehme jetzt hier dann den Ausdruck hier im Nenner auseinander. Passen Sie auf, also dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. Ja, also der Ausdruck hier wird jetzt ein bisschen verändert. Ja, ich zeige Ihnen gleich mal wie, ich zeige Ihnen jetzt mal, was da steht und dann zeige ich, dass es jetzt hier dann das Gleiche ist. Es wird jetzt etwas größer, passen Sie auf. Und zwar, da steht 1 geteilt durch n minus 1 mal das hier. Warum? Ja gut, weil das hier, passen Sie auf, das ist ja, das kennen Sie ja schon, was ist das? Das ist die korrigierte Stichprobenvarianz. Das ist ja s Quadrat. Na? Den haben Sie ja schon mal gesehen. Der steht hier. Na, das ist ja, da kommt ja einem bekannt vor. Das ist die korrigierte Stichprobenvarianz. Das habe ich jetzt hier mal reingeschrieben. Und die teile ich jetzt hier dann nochmal durch Sigma Quadrat. Na, das ist ja das Gleiche. Das heißt also, das hier steht hier. Das sieht man hier dann auch. Und der Ausdruck hier wird jetzt hier einfach nur eingesetzt. Ja, also ich habe jetzt hier nur die korrigierte Stichprobenvarianz in die Formel eingesetzt. Sehen Sie, das ist nichts anderes. So, jetzt passen Sie auf. Wenn Sie eine Summe durch Sigma Quadrat teilen, ja, gucken Sie mal, das hier. Wer eine Summe durch Sigma Quadrat teilt, was ich jetzt hier dann faktisch tue, der kann auch stattdessen jeden einzelnen Summanden durch Sigma Quadrat teilen. Ich wiederhole. Wenn Sie eine Summe durch Sigma Quadrat teilen, dann können Sie stattdessen auch jede einzelne Summanden der Summe durch Sigma Quadrat teilen. Das mache ich, meine Damen und Herren. Das sehen Sie jetzt hier dann auch nochmal. Das, wie gesagt, das bleibt. Ja. Und hier unten nehme ich dann 1 geteilt durch n minus 1 mal jetzt hier das da und das ist jetzt hier dann das Gleiche. Ich habe jetzt hier dann noch in das Quadrat Sigma jetzt hier dann quasi reingequetscht. Das heißt, ich habe jetzt hier dann x minus x quer geteilt durch Sigma zum Quadrat. Jetzt passen Sie auf. Ich habe Ihnen ja, wie gesagt, noch vor den Ferien gezeigt, dass dieses Ding der Standardnormalverteilung folgt. Das haben Sie jetzt hier dann gesehen. Und jetzt habe ich Ihnen sogar gezeigt, dass dieses Ding der Chi-Quadrat-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden folgt. Das war nämlich auf der Folie dann drauf, nicht? Wenn ich eine Standardnormalverteilte Zufallszahl durch Wurzel aus einer Chi-Quadrat-verteilten Zufallszahl dann teile, wo natürlich, meine Damen und Herren, die Chi-Quadrat-verteilte Zufallszahl zusätzlich noch durch die Anzahl der Freiheitsgrade geteilt wird, dann entsteht die T-Verteilung mit in dem Fall genau der gleichen Anzahl von Freiheitsgraden, nämlich mit n-1
Weil die Anzahl der Freiheitsgrade von der Chi-Quadrat-verteilten Zufallszahl n-1 waren. Verstehen Sie? Das ist sozusagen der Punkt. Das heißt also, dieses Ding hier, da das jetzt hier dann normal verteilt ist, da dieses Ding jetzt hier dann Chi-Quadrat verteilt ist mit n-Freiheitsgraden, ja, sieht es auch so aus wie das hier, ist das Ding jetzt hier dann T-verteilt mit n-1 Freiheitsgraden. Punkt! Das war's. Das ist nicht schwierig. Ich habe das einfach nur auseinandergenommen. Ja? Es ist natürlich hässlich, aber so erkennt man den Charakter, meine Damen und Herren. Ja? Also, wenn man das so ein bisschen dann abschminkt, ja, verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich kann ja sozusagen den Ausdruck erkennen, weil das hier, was Sie hier sehen, das da, das hier, was Sie sehen, entspricht genau dieser Gestalt. Z ist standardnormal verteilt, y ist Chi-Quadrat verteilt mit m Freiheitsgraden. Dann ist dieser Quotient, was Sie jetzt hier dann sehen, t verteilt mit m Freiheitsgraden, weil die Chi-Quadrat-Verteilung m Freiheitsgrade hat. Wenn aber die Zufallszahl, die Chi-Quadrat verteilt ist, n-1 Freiheitsgrade hat, wie wir das gesehen haben, und ich das jetzt hier dann durch die Anzahl seiner Freiheitsgrade hier im Nenner dann teile, dann entsteht die T-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden. Das ist der Grund. Das müssen Sie aber für die Klausur nicht drauf haben. Aber um das zu zeigen, brauchen Sie nichts anderes als elementares Bruchrechnen, sonst nichts. Das kann ich Ihnen dann zumuten, deswegen habe ich es auch getan. Ja? Also keine Matrizenzerlegung und sonst irgendwas, keine Projektionsmatrizen, gar nichts. Ja? Das ist sozusagen jetzt hier nochmal die Frage. Jetzt ist die Frage nochmal zusätzlich Intuition. Was hat das mit der T-Verteilung auf sich oder beziehungsweise welche Eigenschaft hat die? Wenn Sie nochmal die Tabelle anschauen, greifen Sie sich jetzt hier mal, passen Sie auf, die 97,5% Quantität jetzt hier dann hervor. Wenn die Anzahl der Freiheitsgrade unendlich ist, ja, das ist jetzt hier leider ein bisschen verrutscht bei der Präsentation, ich schaue nochmal bei den Originalprogrammen nach, dann ist jetzt hier dann das 97,5% Quantität der T-Verteilung das hier. Das sieht man jetzt hier dann auch schon, ja. Also wenn die Anzahl der Freiheitsgrade jetzt hier dann unendlich wird, was wie vielleicht auffällt, wenn Sie in die Tabelle dann schauen, je größer die Anzahl der Freiheitsgrade, desto kleiner werden die Quantile sein. Hier sehen Sie also eine Folge, meine Damen und Herren, die einen Grenzwert hat. Das ist der Grenzwert dieser Folge. Darauf kommt man nicht ohne weiteres. Was ist das jetzt hier dann für ein Grenzwert? Passen Sie auf. Das hier, 1,96, vielleicht erinnern Sie sich an diesen Wert, war gewesen, dass 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung. Das bedeutet also, sehen ja hier schon, mit wachsender Anzahl der Freiheitsgrade streben die Quantile der T-Verteilung gegen die der Standardnormalverteilung. Das sieht man ja jetzt eigentlich auch gleich. Ja? Das heißt, auch die T-Verteilung wird jetzt hier dann gegen die Normalverteilung konvergieren, wenn die Anzahl der Freiheitsgrade, meine Damen und Herren, wächst. Für Sie, das ist der Grenzwert. Ja? Das sieht man jetzt eigentlich auch schon. Da steckt ja auch die Summe dann drin. Das kann man jetzt hier dann eigentlich auch zeigen, aber das ist jetzt etwas, was ich jetzt hier nicht tue. Also diesen Wert, wie gesagt, kennen Sie. Das war das 97,5% Quantil der Standardnormalverteilung. Und gegen diesen Wert streben die Quantile. Was heißt das denn eigentlich, wenn die Anzahl der Freiheitsgrade gegen unendlich geht? Wenn die Anzahl der Freiheitsgrade gegen unendlich geht, dann bedeutet das, dass das natürlich jetzt hier an der Stichprobenumfang gegen unendlich gehen muss, weil die Anzahl der Freiheitsgrade hier natürlich, ich schreibe das jetzt hier nochmal dazu, in diesem Beispiel, Anzahl der Beobachtung minus Anzahl der zusätzlichen Schätzungen dann war, was jetzt hier dann 1 ist. In diesem Fall. Wenn die Anzahl der Freiheitsgrade gegen unendlich geht, dann geht es nur, wenn der Stichprobenumfang gegen unendlich geht. Wenn der Stichprobenumfang aber gegen unendlich geht, dann strebt allerdings die Stichprobe selbst gegen die Grundgesamtheit, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Wenn die Stichprobe aber gegen die Grundgesamtheit strebt, strebt natürlich jetzt hier dann auch die Varianzschätzung aus der Stichprobe gegen die Varianz der Grundgesamtheit, zumindest jetzt hier dann, also in Wahrscheinlichkeit, aber das ist jetzt in einer anderen Geschichte. Ne? Das bedeutet also hier im Prinzip, wenn die Grundgesamtheit bekannt ist, dann ist natürlich auch die Varianz der Grundgesamtheit bekannt. In dem Fall, wenn die Stichprobe gegen die Grundgesamtheit strebt, ne, mit wachsender Anzahl der Beobachtung, hätten Sie ja sozusagen jetzt hier dann die Grundgesamtheit der Hand. Dann bräuchten Sie natürlich keine Varianzschätzung mehr, verstehen Sie? Sodass Sie dann im Prinzip jetzt hier nur noch die Quantile der Standardnormalverteilung nehmen könnten. Das war's. Ja, das ist sozusagen jetzt hier dann das Prozedere. Ja, sodass Sie jetzt hier nochmal, jetzt hier dann eine Idee haben. Meine Damen und Herren, die Dichtefunktion der T-Verteilung, also nur, dass Sie dann Bescheid wissen, also wenn Sie das jetzt hier mit der Standardnormalverteilung vergleichen, die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung sah ja in etwa so aus, also gut, ich meine, ich mache das jetzt hier freihändig. Ja, das war ja in etwa so. Ja. Und der einzige Unterschied, also was Sie jetzt hier dann auf dem Bild jetzt hier dann sehen würden, wenn ich jetzt hier dann die Dichtefunktion der T-Verteilung geben würde, ist, dass die Dichtefunktion der T-Verteilung ja ein bisschen flacher verläuft. Ja, ich schaffe das jetzt hier mal vielleicht mal so hin. Ja, also dass man das jetzt hier dann nochmal dann vergleicht. Also nicht ganz so, aber ne,
Jetzt in etwa so. Ja? Die ist dann etwas flacher, wenn man es jetzt so will. Also welche Funktion jetzt in dem Fall mit n Freiheitsgrad, wenn man so will. Je nachdem. Ja? Weil die Quantile natürlich weiter auseinander liegen. Ja? Also der Wert, der jetzt hier dann beispielsweise mit einer Wahrscheinlichkeit jetzt hier dann von 97,5% jetzt hier dann bei der Standardnormalverteilung nicht überschritten wird, was ja 1,96 war, war jetzt hier dann, glaube ich, bei der T-Verteilung 2,1. Das liegt jetzt hier dann weiter, natürlich jetzt hier dann auf der rechten Seite, weil das linke und das rechte Ende der Verteilung jetzt hier dann wesentlich größer ist. Aber auf dem ersten Blick, wenn Sie die Dichtefunktion der T-Verteilung sehen würden, auf dem ersten Blick ist die Dichtefunktion nicht von der Standardnormalverteilung jetzt hier dann zu unterscheiden. Ja? Also nur, dass Sie dann Bescheid wissen. Verwechselt man jetzt dann leicht. Gut. Also wie sie aussieht, hängt natürlich von der Standardnormalverteilung, also von der Anzahl der Freiheitsgrade ab. Aber wie gesagt, mit wachsender Anzahl der Freiheitsgrade konvergiert die Dichte der T-Verteilung gegen die der Standardnormalverteilung. Sieht man jetzt hier nämlich auch schon. So. Meine Damen und Herren, das ist jetzt hier dann sozusagen dann alles. Jetzt gibt es hier noch einen dritten Teil. Das mache ich jetzt hier als letztes. Und zwar in Anführungszeichen für große Stichproben. Weil für große Stichproben ist ja egal, nicht wahr? Da sowieso alles gegen die Normalverteilung strebt, ja, nehmen wir doch dann gleich die. Also was heißt groß? Ja, ich meine, okay, was groß ist, es liegt natürlich im Auge des Betrachters. Also ich sage, für groß heißt ja, also sag mal, n größer gleich 50. Also Sie brauchen dann schon so vielleicht 50 Beobachtungen. Aber es gibt Leute, die sagen, 30 und so reicht dann aus. Ja, also da kann man jetzt hier die Schwierigkeiten ergänzen sein, aber ich glaube schon, dass die meisten jetzt hier dann sagen würden, also ab 50 Beobachtungen kann man das eigentlich dann machen. Ich weiß nicht genau, welche Faustregel jetzt hier dann das gibt, benutzt, aber da muss ich jetzt hier das nochmal richtig zitieren. Also wie gesagt, ab 50 Beobachtungen kann man sozusagen auch die T-Verteilung kaum noch von der Normalverteilung unterscheiden. Ja, zumindest jetzt hier noch nicht auf den ersten Blick. Und da wegen dem zentralen Grenzwertsatz, meine Damen und Herren, sowieso jede Summe gegen die Normalverteilung strebt, nehmen wir doch gleich die. Das bedeutet also, wenn Sie, hören Sie zu, wenn die Stichprobe hinreichend groß ist, können Sie ja im Prinzip jetzt hier dann faktisch auch auf die T-Verteilung verzichten, dann nehmen Sie jetzt hier dann die Quantile der Standardnormalverteilung. Das heißt also näherungsweise, ja, wenn man jetzt hier dann die Varianz jetzt nicht kennt, nicht wahr, aber jetzt mit großen Stichproben arbeitet, können Sie natürlich, meine Damen und Herren, auch die Quantile der Standardnormalverteilung nehmen. Die T-Verteilung, meine Damen und Herren, spielt also in der Praxis kaum eine Rolle, wenn Sie mit großen Stichproben arbeiten, ja, also Bereich Finanzen oder so, wie gesagt, ich habe ja manchmal 10 Millionen Beobachtungen, ob ich das Quantil der T-Verteilung oder ob ich das Quantil der Standardnormalverteilung nehme, also das wirkt sich jetzt hier dann vielleicht nur bei der 20. Kommastelle jetzt hier dann aus. Das können Sie vergessen, ja, also wie gesagt, irgendwann, was heißt groß, ja, das ist jetzt dann die einzige Frage, ich weiß nicht, 50, ja, nehmen Sie 50, okay, ja, ich kann das dann hier nicht mehr unterscheiden, ja. Also wie gesagt, das Einzige, was Sie dann nehmen können, ja, wie gesagt, Sie brauchen dann nur, hören Sie zu, Sie brauchen nur eine konsistente Schätzung. Das heißt, selbst die Korrektur spielt ja keine Rolle, dann ob Sie jetzt eine Zahl durch n oder durch n minus 1 teilen, spielt ja keine Rolle, wenn Sie 10 Millionen Beobachtungen haben, dann ob Sie eine Zahl durch 10 Millionen teilen oder durch 9.999.999, who cares? Meine Damen und Herren, meine Kollegen sagen mir auch, ja, du hast die Varianzschätzung nicht korrigiert, ja, da fehlt ja eine Beobachtung, da sage ich, da fehlt eine, ich habe 10 Millionen Stück, ja, fuck, also fuck you, wollte ich sagen, aber ist mir egal, verstehen Sie, ja, ich habe 10 Millionen, ja, fertig, also da verliere ich halt eine, mein Gott, ja, das fällt mir nicht auf, ja, verstehen Sie, was ich meine, also das ist dann sozusagen dann die Kritik, die ich dann immer bekomme, ja, aber wie gesagt, das spielt in der Praxis keine Rolle, wenn Sie jetzt hier dann große Stichproben dann haben, ja, die Stichprobe ist dann so groß, dass mein Computer abstürzt, wenn ich jetzt hier dann die Textdatei öffnen will. Verstehen Sie, was ich meine? Und dann sagt er mir, ich habe die Varianzschätzung nicht korrigiert. Also lassen wir das Thema. Ja? Cool. Also da sagt er, wenn schon, denn schon, aber das ist mir dann egal. Sie brauchen nur eine konsistente Schätzung. Und konsistent ist auch die mittlere quadratische Abweichung. Die war nicht erwartungstreu, aber konsistent war sie. Denn die war ja asymptotisch erwartungstreu. Das würde ja sozusagen jetzt hier dann noch gehen. Ja? Also ich fasse das jetzt hier nochmal zusammen. Dazu habe ich jetzt hier dann kein Beispiel gemacht, aber nur, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. Welches Konfidenzintervall Sie jetzt hier dann nehmen müssen, passen Sie auf. Bei Normalverteilung, also wie gesagt, jetzt, ich habe jetzt hier dann, wenn die Beobachtung der Normalverteilung folgen und Sigma Quadrat bekannt ist, nehmen Sie jetzt hier dann das Konfidenzintervall, was wir jetzt hier dann in der 20. Vorlesung hatten. Wenn jetzt hier dann die Daten normalverteilt, also aus der Normalverteilung kommen, aber die Varianz der Grundgesamtheit nicht bekannt ist, müssen Sie die T-Verteilung nehmen. Ich habe das jetzt hier dann auch zumindest versucht, Ihnen zu erklären, warum. Ja, und dann natürlich jetzt hier dann die entsprechende Varianzschätzung. Und wenn Sie jetzt hier dann nicht wissen, aus welcher Verteilung jetzt hier dann kommt, aber Sie haben jetzt hier dann hinreichend große, ne, letzte im Endeffekt jetzt hier dann hinreichend große Stichproben, dann können Sie jetzt hier dann approximativ jetzt hier dann das hier nehmen und dann vorausgesetzt, dass das hier eine konsistente Schätzung jetzt hier dann für Sigma sein würde, ne? Das heißt also Sigma Dach
zum Quadrat muss dann konsistent sein für Sigma Quadrat. Ja? Also nehmen Sie irgendeine Variantschätzung und das war's. Egal welche, ist egal, Hauptsache konsistent. Also wie gesagt, zum Beispiel die mittlere quadratische Abweichung könnten Sie dann nehmen. Ja? In der Klausur wird es dann so aussehen, das heißt, dass ich das da sozusagen dann konkret beschreibe und dann können Sie sozusagen jetzt wieder mit der Normalverteilung arbeiten, weil die zugehörigen Quantile der T-Verteilung würden Sie jetzt dann auch in der Tabelle jetzt dann sowieso nicht finden. Also nehmen Sie jetzt dann, wie gesagt, ab 50 Beobachtungen können Sie das jetzt dann tun. So, jetzt passen Sie auf. Ich mache jetzt hier, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, ich mache jetzt hier nochmal Folgendes, also das Einführungsbeispiel für den Konfidenzintervall, für den Erwartungswert. Ich werde das jetzt hier dann aber nicht zu Ende machen. Das Konfidenzintervall, das ist jetzt nämlich das nächste. Wir haben noch zwei Stück. Einmal für den Anteilswert, sorry. Also Erwartungswert hatten wir schon. Für den Anteilswert, dass Sie da nochmal ein Beispiel haben. Und meine Damen und Herren, als letztes noch für die Varianz. Ja, also sind jetzt hier dann die drei Gruppen. Ja. Für den Erwartungswert gibt es jetzt hier dann drei verschiedene, je nachdem, also drei verschiedene Formeln. Für den Anteilswert gibt es nur eine Formel. Und für die Varianz gibt es jetzt hier auch nur eine Formel. Ja, das heißt also, da kommen jetzt hier nochmal dann zwei hinzu. Meine Damen und Herren, für die Varianz machen wir nicht. Aber für den Anteilswert gebe ich jetzt hier mal ein Einführungsbeispiel. Und zwar, das ist jetzt hier dann das Beispiel jetzt hier dann mit der Wahlumfrage von 2017. Gucken Sie sich das mal an. Vielleicht das Beispiel, ja, kennen Sie ja schon. Ich war Grundgesamtheit, Stichprobe und so weiter. Passen Sie auf. Stellen Sie sich mal vor, Sie möchten jetzt hier ein Konfidenzintervall konstruieren, welches mit 95%iger Wahrscheinlichkeit den Anteil der CDU-Wähler enthält. Sehen Sie? Ja, also aus der Wahlumfrage heraus. Ja, natürlich hat jetzt hier auch die Wahl stattgefunden, also dann wusste man es ja, nicht wahr? Also was der Anteil der CDU-Wähler jetzt hier dann, zumindest jetzt hier dann bei der Wahl gewesen ist, aber aus der Wahlumfrage heraus alleine weiß man es auch nicht. Kann ich das jetzt hier auch damit dann vergleichen? Ja? Um jetzt vielleicht mal ein Beispiel zu geben, warum nimmt man nicht gleich 100%? Ja, was wäre das einzige Intervall, wo ich mit Sicherheit wüsste, meine Damen und Herren, wo ich mit Sicherheit wüsste, dass sich jetzt hier dann der Anteil der CDU-Wähler sich befindet? Das einzige Intervall, wo ich es mit Sicherheit wüsste, wäre das Intervall zwischen 0% und 100%. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Das ist sozusagen das einzige, was man mit Sicherheit weiß. Also, da könnte man jetzt hier dann sagen, ja, nicht wahr, der Anteil der CDU-Wähler befindet sich zwischen 0% und 100%, außer in Berlin natürlich, weil da jetzt wieder mehr Leute, also mehr Stimmen gab als Leute, aber wie gesagt, ist also, okay, das war jetzt nicht für die CDU-Wähler gewesen, aber wie gesagt, das ist egal. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Das ist das Einzige, was Sie mit Sicherheit sagen können. Ja? Verstehen Sie? Ja? Also weniger als 0% wird es nicht und mehr als 100% sollte es nicht werden, aber na gut, haben wir auch schon mal hinbekommen. Können Sie es nachvollziehen? Aber mit dieser Information können Sie ja nichts anfangen. Das ist ja völlig wertlos für Sie. Das wissen Sie ja schon vorher. Sehen Sie? Das bedeutet also, wir können aber zumindest mal mit 95%iger Wahrscheinlichkeit dann einen Bereich ausrechnen, wo wir dann wissen, ja, dass sich jetzt hier dann der CDU-Wähler, zumindest mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%, das heißt also in 19 von 20 Fällen, sich jetzt hier dann quasi dann befinden wird. Und das ist das, was jetzt hier dann beim nächsten Mal dann tun werden. Also das bezieht sich jetzt hier dann auf jetzt hier dann das Konfidenzintervall für den Anteilswert. Ja, verstehen Sie? Also für den Anteilswert. Ja, das ist sozusagen das Einführungsbeispiel. Alles klar? Ich werde jetzt hier beim nächsten Mal, also morgen, wir machen morgen Präsenz, ja, also ich nehme das jetzt hier dann sowieso auf. Wenn Sie jetzt hier dann morgen nicht an die Uni kommen, dann bleiben Sie wieder zu Hause. Ich zeichne das dann auf. Stelle das online, dann können Sie sich jetzt hier nochmal die Vorlesung anschauen. Das ist jetzt, glaube ich, das Einfachste. Ja, und die Leute, die jetzt hier dann Präsenz haben möchten, weil es gibt ja schon ein paar, ich habe jetzt hier nochmal auch in Ihren Beiträgen jetzt hier dann zumindest dazu entnommen. Ja, die können jetzt hier dann gerne herkommen. Also auch wenn jetzt hier dann 50 Leute herkommen, das macht nichts. Ich mache dann die Vorlesung, trotzdem zeichne sie auf. Und die Leute, die vielleicht lieber zu Hause bleiben möchten, weil sie nicht an die Uni kommen, ja, also wie gesagt, was Statistik angeht, bleiben Sie ruhig zu Hause. Sie kriegen ja sozusagen die Aufnahme im Nachhinein. Meine Damen und Herren, wir sehen uns morgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.